Ja, herzlich willkommen hier bei uns auf dem Anschlag Campus, hier im Cowork-Haus. Freue mich, dass so viele da sind. Es scheint ja dann doch viele zu interessieren, das Thema neue Arbeitswelten, 4-Tage-Woche. Ich darf heute moderieren. Ich bin Heiko, der Geschäftsführer hier vom Anschlag Campus und werde so ein bisschen durch den Abend leiten. Martin ist heute da. Wir haben aber noch andere tolle Gäste, wo wir nachher eine Podiumsdiskussion machen wollen. Kurz zum Ablauf einmal. Martin wird erst ein bisschen was aus dem Buch lesen, aber ich weiß, dass es nicht langweilig wird, weil er das ja auch immer sehr schön interaktiv ein bisschen macht. Aber mehr möchte ich jetzt auch nicht verraten. Danach werden wir einmal hochgehen, weil es soll ja nachher auch ein bisschen nicht, dass dann in der Pause auf einmal alle wegrennen. Werden wir oben noch ein bisschen netzwerken. Oben ist Catering auch aufgebaut, soweit ich weiß. Und damit vor allen Dingen auch alle das Dachgeschoss nochmal sehen, so ein bisschen im Haus hier rumkommen. Ich weiß, ich hoffe, es waren noch nicht alle oben. Es lohnt sich auf jeden Fall. Es war mal ein Zeitungsbericht mit dem ehemals hässlichsten Raum, ist jetzt der schönste Raum hier im ganzen Gebäude. Und das kann ich auch versprechen, das ist auch so. Oben ist wirklich richtig schön geworden. Oben ist halt so der offene Coworking-Bereich. Und dann teilt sie das ja nach hier unten so ein bisschen Seminarräume, Büroräume. Und dann noch das andere, vor der Rest vom Gelände ist ja noch, dass wir ein Atelierhaus haben, ein Kesselhaus, was wir jetzt noch sanieren werden und auch noch ein großes Seminar- und Übernachtungsgebäude mit dem Haus 3. Also ganz kurz als Überblick, wo ihr hier seid, wer ich bin, um welches Thema es heute geht, da möchte ich gleich gerne einmal weitergeben an Martin. Erstmal viel Spaß bei der Vorlesung, dann machen wir eine kleine Pause, weil wir hier nochmal umstellen müssen. Dann geht es zur Podiumsdiskussion mit den Gästen und dann geht es nachher nochmal hoch ins Dachgeschoss. Ja, hervorragend. Martin. Ja, ich freue mich riesig, dass ich, und das ist nicht übertrieben, es ist meine erste Lesung. Also ich schreibe seit 10 Jahren Bücher und wurde tatsächlich noch nie zu einer Lesung eingeladen, sondern immer zu Vorträgen. Und jetzt hast du gesagt, mach mal eine Lesung. Also ich dachte, ja, mache ich. Und es freut mich riesig zu diesem Thema, weil es, glaube ich, das Emotionalste ist. Weil es natürlich damit Leben und Arbeit zu tun hat und das betrifft uns alle. Und ich werde im Verlauf, ihr müsst gut aufpassen, es gibt 3 Bücher zu gewinnen. Zwischendurch gibt es Fragen, es sind Chatfragen. Also, ne, aber wer am liebsten rankommt, der kriegt dann ein Buch. Und ich lese, ich habe schon zur Hälfte gesagt, also 300 Seiten in einer halben Stunde vorzulesen, das habe ich nicht gepackt, deswegen habe ich mich auch so ein paar Highlights fokussiert. Mein absolutes Lieblingszitat besteht aus 4 Worten. Es kommt von Grit Pauling, sie ist General Managerin im 25-Hours-Hotel in Köln und sie sagt: Geht nicht, ist Bullshit. Das ist mein Lieblingszitat. Und sie sagt: Es muss anders koordiniert und gut kalkuliert werden. Für die positiven Effekte lohnt sich der Aufwand der Umstellung. Und das ist etwas, was ich halt in allen 151 Betrieben, Unternehmen in Österreich, Schweiz und Österreich, Schweiz und Deutschland gefunden habe. Es geht nicht darum, zu sagen, wir haben jetzt 4 Tage und das war's, sondern es geht halt immer, immer ist es ein Prozess der Veränderung. Und das ist das eigentlich Spannende. Und dieser Prozess der Veränderung ist halt in allen 151 Unternehmen anders. Und das ist etwas, was, wenn man so die Breite der Debatte öffentlich erlebt, noch überhaupt nicht angekommen ist. Da wird immer noch viel diskutiert. Ja, aber wir brauchen noch keine neue Schablone. Also es wird immer noch viel über Schablone geredet, als wenn es eine Schablone wäre, die man einmal rüberkippt und das war's. Und es ist überhaupt noch nicht angekommen, dass es eben diese 151 Beispiele, die ich jetzt gefunden habe, und es gibt ja inzwischen Tausende, dass sie alle unterschiedlich sind. Und das ist das, was für mich halt einen großen Reiz auf mich macht, sich damit auseinanderzusetzen. Und die Grit Pauling, die ich eben schon zitiert habe, die sagt auch, 12 bis 14 Stunden in der Hotellerie und Gastronomie durchzuackern, wie ich es früher getan habe, sagt sie, ist heute nicht mehr salonfähig. Das ändert sich zum Glück. Endlich machen jüngere Menschen das nicht mehr mit und trauen sich, Nein zu sagen. Qualität setzt sich durch. Und die 4-Tage-Woche ist ein Puzzleteil. Das ist deswegen auch wichtig, weil eben
Die Vier-Tage-Woche ist ein Teil vom Ganzen. Und das Ganze sieht eben überall anders aus. Sie sagt dann, das ist auch sehr schön, weil ja immer so, also wenn man so das Medial so verfolgt, je jünger, desto fauler. Und sie sagt, nein, sie sind anders gebildet. Sie sind anders smart. Ich kann von ihnen über Investmentfonds lernen, von ihren Mitarbeitern und Mitarbeitern. Es ist wichtig, Menschen so zu nehmen, wie sie sind und zuzuhören. Was bringt es, sich zu beschweren? Und das ist auch so eine Grundhaltung, die ich überall wieder getroffen habe, in all den Unternehmen, die ich hier im Buch zeige. Dieses, okay, Zeiten ändern sich, geil, wie machen wir es? Und wie machen wir es vor allem gemeinsam? Jetzt kommen so ein paar Zitate, einfach ohne Kontext. Später die weiteren Texte sind dann wieder mehr mit Kontext, einfach so ein paar Highlights. Wir machen das schon seit 2020 und es rockt, sagt ein Geschäftsführer. Ich bin ehrenamtlicher Fußballtrainer. Jetzt habe ich freitags mehr Zeit und Ruhe, meine Jungs zu trainieren, sagt ein Mitarbeiter aus einer Firma. Ein Kollege baut gerade ein Haus. Jetzt kann er 3 Tage am Haus bauen und freut sich. Das ist übrigens eine Firma, da kann man monatlich wechseln. Von einer 4-Tage- zur 5-Tage-Woche und wenn es einem anders passt, wieder zurück zur 4-Tage-Woche und so. Monatlich wechseln. Dann auch hier am freien Mittwoch, Achtung, nicht Freitag, es kann auch der Mittwoch sein, es kann auch der Dienstag sein, es kann auch der Montag sein, auch da gibt es ganz unterschiedliche Modelle. Am freien Mittwoch kann ich in Ruhe meine Rückhand trainieren. Ich trainiere, wenn andere arbeiten, sagt eine Mitarbeiterin. Der größte Vorteil ist die interne Motivation, alle sind gut gelaunt und bringen sich ein, sagt ein Mitarbeiter im Elektrohandwerk. Ein Malermeister aus Lübeck, der auch gerne gekommen wäre, aber heute nicht konnte. Es war das Beste, was ich in meinem 20-köpfigen Team gemacht habe. Ich sehe es als Chance für das Handwerk. Und was auch oft in Frage gestellt wird, Zeitpläne am Bau werden eingehalten. Den Architekten und Bauherren muss man die Veränderung kommunizieren, mehr nicht. Die Kunden freuen sich, die Mitarbeiter sind freundlich, es gibt viel Lob von den Kunden. Es gibt eine Firma, die stelle ich später auch noch vor, aber das Zitat nicht, die hat wochenlang FAQs geschrieben, um auf alle möglichen Fragen vorbereitet zu sein, die möglicherweise Kunden stellen könnten in Bezug auf die 4-Tage-Woche. Waren also perfekt vorbereitet, nur keine einzige dieser Fragen wurde jemals gestellt. Die Kunden haben gesagt, ist ja geil, ist eine Supply Chain Beratung, also sie machen Prozessberatung in der Industrie. Und die Kunden haben alle gesagt, super, toll, dass wir eure Kunden sind, weil ihr seid wieder Vorreiter und bei Vorreitern ist man gerne Kunden. Das war die Hauptreaktion. Eine andere Firma, eine Baufirma, auf die ich gehe später noch ein, mit 450 Mitarbeitern in Wien, die sagt, mit unseren 450 Mitarbeitern im Baugewerbe ist der Übergang zur 4-Tage-Woche glatt gelaufen. Die Geschäftsführerin von dem Ganzen, von Leithäusern, sagt, gab es Hürden? Nein, es gab keine Hürden. Die einzigen Hürden sind im Kopf, sagt Monika Leithäuser. Mit mehr Freizeit können Betriebe punkten. Sie gewinnen damit noch ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Und das ist halt etwas, ich kann die Realität wahrnehmen oder ich kann sie ignorieren. Aber Freizeit ist definitiv ein wachsendes Gut und ich finde das auch gut. Weil das nämlich bedeutet, dass wir mehr Zeit haben für Freunde, Familie, Hobbys, ehrenamtliches Engagement, Sport und so weiter. Und genauso wird die Zeit auch genutzt. Also da gibt es ein ganzes Kapitel hier. Das Buch hat 14 Kapitel und 71 Unterkapitel. Und ein ganzes Kapitel ist über Freizeit, weil öffentlich häufig behauptet wird, ja, das werden ja alles Couch-Potatoes sein. Nein, überall, in allen Betrieben, in Deutschland, Österreich, Schweiz, aber auch in den ganzen Pilotprojekten in Spanien, in Island und so weiter, UK, hat man gesehen, die nutzen die Zeit genauso, wie sie es vorher gesagt haben, nämlich für Familie, Hobbys, Freunde und interessanterweise eben wirklich auch viel für Sport. Also es gibt wirklich Messungen, die Leute sind messbar gesünder, schon nach einem halben Jahr schon und nach einem Jahr ist recht nicht. Nicht alle, nie, ne? Es geht nie um alle, aber eine messbare Mehrheit ist messbar gesünder. Jetzt kommen wir zur ersten Rätselfrage. Ich habe dieses Buch nämlich einer Gruppe gewidmet.
sage auch gleich welcher Gruppe, aber erstmal die Rätselfragen. Es gibt in Deutschland 3,37 Millionen Unternehmen. Und einige davon haben mehr als 50 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Und einige davon haben mehr als 1000. Und ihr dürft jetzt raten, wie viel Prozent von den 3,37 Millionen deutschen Unternehmen haben mehr als 50 Mitarbeiter und Mitarbeiter. Einfach ein Prozent, sind 10, 20, 30, 100. Was schätzt ihr? Einfach mal reinrufen. Nur wer reinruft, hat auch eine Chance, ein Buch zu gewinnen. 20%. 20? 30. 30? 8? 35? 10? 5? Bella 5? 8? 2,7. Ah! Ja. Okay, genau. Es sind tatsächlich 2,7. Da du das aber du hast das Buch schon, deswegen geht das Buch an die Person, die 5 gesagt hat. Ja, genau. 2,7, abgefahren, oder? So, und jetzt haben wir natürlich schon einen Richtwert, ne? Wie viel Prozent haben über 1000? 0,3. 0,1. 0,009. Ja? So viel zur öffentlichen Wahrnehmung. Ja? Berichtet wird nämlich in der Regel nur über die 0,09%, die über 1000 haben, oder maximal auch über die 2,7. Und deswegen habe ich das Buch halt dem gewidmet, dem kleinen Rest von 97,3% der deutschen Unternehmen, die unter 50 haben. Weil das ist am Ende, so wie das Handwerk ja auch in ihrer Kampagne sagt, die Wirtschaftsmacht, die eigentliche. Nur nicht so sichtbar. Und das ist auch Teil des Problems. Und das ändert sich, denke ich, auch gerade. Wir hören ja nachher noch hier von leuchtenden Vorbildern. Jetzt komme ich zu einem, also eigentlich sind alle Seiten meine Lieblingsseiten, jetzt komme ich zu einer von meinen 300 Lieblingsseiten. Und zwar heißt das Unterkapitel, passt so ein bisschen zu diesem Faul sein Vorwurf. Also ihr habt im Buch auch 3 Seiten, Vorwürfe übers Faulsein aus 5000 Jahren. Es sind nämlich genau 180 Generationen, die der Jugend vorgeworfen haben, sie sei faul. So. Aber das Unterkapitel, das sich anschließt, heißt, liebst du deinen Job etwa nicht? Warum haben wir keine flächendeckende 4-Tage-Woche? Häufig wird Menschen, die sich mehr Freizeit wünschen, vorgeworfen, sie würden nicht gerne arbeiten. Ist dieses Argument stichhaltig? Müsste uns die Liebe zur eigenen Tätigkeit von dem Wunsch nach einer 4-Tage-Woche befreien? Es ist wie immer, wenn mit Tradition gebrochen wird. Manche Menschen haben sich so sehr an den Status quo gewöhnt, dass sie sich kaum vorstellen können, dass es auch anders geht. In Debatten und Artikeln zur 4-Tage-Woche kommt häufig als Frage getarnt der Vorwurf, wenn Menschen ihren Beruf und ihre Tätigkeit lieben, warum sollten sie dann weniger arbeiten wollen? Zitat von einem Befürworter der 5-Tage-Woche. Wenn die Arbeit sinnvoll ist, wenn sie mich erfüllt, warum soll ich sie dann nur 4 Tage machen? Ein scheinbar schlagendes Argument, das unterstellt, dass jeder, der für weniger Arbeitszeit plädiert, seine Arbeit nicht mag und so wenig Zeit wie möglich mit ihr verbringen möchte. Aber stimmt das? Bedeutet die 4-Tage-Woche tatsächlich, dass ich meinen Beruf nicht mag? Dieser Liebe zum Job, Logik, also eigentlich ne, diese Logik, du liebst deinen Job nicht, wenn man dem folgt, könnte man ja auch fragen, wenn ich neben meiner Arbeit auch meine Familie liebe, warum bekommt Arbeit dann 5 Tage und Familie nur 2? Liebe ich meine Familie dann so viel weniger? Wenn ich Familie und Arbeit beide liebe, wäre dann nicht eine gerechte Teilung 3,5 und 3,5 sinnvoller oder als Kompromiss 4:3 statt 5:2?
Selbst bei 4 Tagen Arbeit und 3 Tagen Zeit mit der Familie liegt der Schwerpunkt immer noch bei der Arbeit. Wenn ich neben meiner Arbeit auch mein Ehrenamt, meine Hobbys, meinen Sport liebe, warum bekommen diese Tätigkeiten so viel weniger Zeit? Zitat von einer Protagonistin, Jana Koske: Einer meiner Antriebe zur 4-Tage-Woche ist die Liebe zu meinem Beruf. Ich wünsche mir, mit derselben Energie wie heute auch noch in 10 und in 20 Jahren arbeiten zu können. Ich möchte meine Kraft im geliebten Job noch lange aufrechterhalten. Wenn die Frage aufkommt, magst du deinen Beruf etwa nicht mehr? Dann sage ich, doch, ich liebe meine Arbeit. Ich liebe sie sogar so sehr, dass ich jetzt weniger arbeite. Denn ich liebe auch meinen Sport, aber auch meinen Sport mache ich nicht täglich. Um das aktuelle Leistungsniveau zu halten, brauche ich wie im Sport Ruhephasen. Und ich will auch in 10, 20 Jahren noch die gleiche Leistungsfähigkeit haben wie heute. Das war Jana Koske. Und ich finde die Debatte immer so herrlich, weil spätestens an dem Punkt, wenn ich sage, ach, und deine Familie und deine Freunde und deine Hobbys und dein Sport liebst du so viel weniger, dann ist die Debatte sehr schnell beendet. Aber das Faszinierende ist, in der Umkehrung der Logik wird selten diskutiert. Also die wird selten so direkt angesprochen, sondern ja, stimmt, eigentlich hast du recht, ja, muss ich mich jetzt schlecht fühlen. Aber wenn man die Logik einfach umdreht, dann merkt eigentlich jeder, wie absurd diese Fragestellung ist. Arbeitsmarktforscher Philipp Frey, einer, der auch sehr viel zu dem Thema publiziert, sagt: Heute sollten wir uns fragen, warum wir noch keine 4-Tage-Woche in allen Berufen und Branchen haben, beziehungsweise als flächendeckend, meint er. Die Einführung von Arbeitszeitverkürzung führt zu Produktivitätssteigerungen. Es ist nicht nur ein Geschenk an die Arbeiter, sondern es ist auch ein Mittel, um eine Volkswirtschaft innovativ zu halten. Und ein anderer Wirtschaftswissenschaftler, Anthony Kalb, sagt: Arbeitszeitverkürzung galt früher als wesentlicher Indikator für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. Sollte man jetzt hinkommen, dass es öffentlich so gesehen wird. Die Cocktailbar der Arbeitszeiten. Also das war auch für mich eine große Überraschung. Und ich habe schon einige, Menschen, die sich vehement gegen eine 4-Tage-Woche ausgesprochen haben, öffentlich, zum Beispiel auf LinkedIn oder so. Wenn ich denen einfach nur mal so die lange Reihe der Cocktails, deswegen stehen hier auch die Cocktailmixen, ja, weil es ist nichts anderes. Wie mixt sich, jedes Unternehmen mixt sich ja einen anderen Arbeitszeitcocktail, ne? Und es gibt 40 Stunden. Manche haben von 45 auf 40 reduziert. Ja? Andere haben von 40 auf 30 reduziert. Andere haben es bei 39 bleiben stehen lassen an 4 Tagen. Andere haben auf 37 gekürzt oder auf 35. Es gibt die ganze Palette. Es gibt 38,5, 37,5, 36,5, 35, 34, 32, 30. Es gibt alle. Und das dann noch kombiniert mit den Tagen: montagsfrei, dienstagsfrei, mittwochsfrei, donnerstagsfrei, freitagsfrei. Manche haben auch gemischte Teams, montags- und freitagsfrei im Wechsel und so weiter und so weiter. Deswegen ist das auch das längste Kapitel geworden, Arbeitszeiten. Ja, weil es gibt so viele Modelle wie Unternehmen. Was alle Modelle verbindet: 3 Tage frei bei vollem Gehalt. Das ist eben der Riesenunterschied, weil oft in den Debatten kommt dann immer, ja, dann macht doch Teilzeit. Nee, darum geht es eben nicht, sondern es geht darum, gemeinsam im Unternehmen die Arbeitszeiten zu definieren. Und ich würde sagen, ungefähr 95% der hier da in dem Buch dargestellten Firmen wird die Arbeitszeit reduziert. Und wenn es, ich sage mal, 1 oder auch 2 Stunden sind, aber es wird meistens reduziert. Aber das Entscheidende ist, das Gehalt bleibt immer gleich. Und alles andere ist dann flexibel. Und jetzt kommt der Clou, auf den ich erst beim Schreiben gekommen bin. Und ich hoffe sehr, dass es einen gesellschaftlichen Wandel bringt, und zwar in 2 Richtungen. Eine 4-Tage-Woche könnte gleich 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen.
Stell dir vor, eine Mama und ein Papa würden beide in Vollzeit mit jeweils nur 32 Stunden arbeiten. Und sie würden beide ein volles Gehalt verdienen. Und jetzt stell dir das als den neuen Standard vor. Dann hätten Frauen höhere Einkommen und Renten, also das ist jetzt natürlich überspitzt, aber es ist halt rein statistisch leider so, dass wir genau in dem Thema halt ein extremes Gap haben zwischen Frauen und Männern, auch wenn es nicht 100% sind. Dann hätten Frauen ein höheres Einkommen und Renten, während Männer ohne finanzielle Einbußen mehr Freizeit mit ihren Familien hätten. Männer behalten ihre Vollzeitjobs mit Vollzeitgehalt, arbeiten weniger und gewinnen Freizeit, die sie zum Beispiel mit ihren Kindern und Familien genießen können. Frauen arbeiten genauso normal in einer Vollzeitstelle mit gerechter Vollzeitbezahlung. Es gibt Millionen Frauen, die würden gerne mehr arbeiten, aber keine 40 oder keine 43 Stunden. Aber eben gerne in Vollzeit, wegen Vollzeitgehalt und wegen Vollzeitrente. Statt sich weiterhin mit Teilzeitjobs, Teilzeitbezahlung und Teilzeitrenten zufrieden geben zu müssen. Die 4-Tage-Woche kann gesellschaftlich dazu beitragen, Arbeitszeiten und Lohnungerechtigkeiten aufzulösen, wenn wir es als Gesellschaft sehen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema, was die meisten Betriebe entweder angetrieben hat, überhaupt die 4-Tage-Woche einzuführen oder als große Überraschung im Ergebnis erlebt haben. Kapitel heißt Fachkräfte Reichtum und das Unterkapitel heißt Bewerbung prasseln auf uns ein. Ein paar Malermeister Lehnkohl aus Lübeck feiert die 4-Tage-Woche. Wir haben viele Bewerbungsgespräche und tolle Fachkräfte dazu gewonnen. Absoluter Wahnsinn, gerade in dieser Zeit unglaublich. Wir haben 9 Bewerbungen bekommen und 4 eingestellt. Das war das Beste, was ich überhaupt in meinem 20-köpfigen Team gemacht habe. Ich sehe es als Chance für das Handwerk. Das finde ich auch so faszinierend, sowohl in der Hotellerie als auch in ganz vielen Handwerksbetrieben habe ich immer wieder gehört, ich hoffe, dass es alle machen. Habe ich gesagt, aber dann ist doch dein Vorteil weg. Ja, aber ich will, dass die Branche wieder an Wert gewinnt und an Aufmerksamkeit und an Attraktivität. Nach Monaten oder einer einzigen Bewerbung hat die steirische Tischlerei Schneider, Mariahof eine 4-Tage-Woche eingeführt und offensiv beworben. Vorher 0 Bewerbung. Sofort nach der allerersten Kampagne gab es 50 Fachkräfte, die dort arbeiten wollten. Die war die Pro Steuerberatung aus Kiel. Wir haben sogar 2 Vertreter heute hier. Gewinnt bereits, fand ich auch faszinierend in unserem Gespräch, bereits vor dem offiziellen Start der 4-Tage-Woche erste Mitarbeiter über die 4-Tage-Woche, weil der Bewerber sich für euch entschieden hat, obwohl es erst 2-3 Monate später begann, aber schon die Aussicht da war. Auch die Afflexio von der Jana Koske sagt, mit unserem 3F, 3 freie Tage, gewinnen wir mehr Bewerbungen. Nach 2 Monaten mit dem neuen Modell ist unsere Einstellungsquote besser als in den 8 Jahren zuvor. Ich glaube, sagt sie, es ist nicht nur das Thema, das zieht, es ist der Umstand, dass wir nicht nur reden, sondern einfach machen. Unterschätzt Bewerberinnen und Bewerber nicht, die mögen das nämlich, wenn einfach gemacht wird. Und zu dem einfach machen kommt dann die Frage, wir hatten es vorhin schon einmal kurz angeschnitten, die Frage der Hürden. Ich habe natürlich in allen Gesprächen und auch in allen schriftlichen Interviews gefragt, gab es Hürden? Es gab keine Hürden. Christian Hömberg, Hofbäckerei Hömberg in Menden. Hürden? Keine. Simon Bausewein, ETH, Elektrotechnik, Hacker und Hammerschmidt. Das war die kürzeste Antwort. Keine. Marcel Heinrichs, Geschäftsführer BFT Verpackung GmbH. Es gab keine Hürden, die sind nur im Kopf. Monika Leithäusel. Oder Thomas Oberhuber. Hürden bei der Umsetzung gab es nicht. Also ihr merkt, es wiederholt sich. Aber ein entscheidender Faktor, den ich auch in fast allen Betrieben wiedergefunden habe, ist, was ich als Untertitel habe, Türöffner Kommunikation. Und zwar in beide Richtungen, sowohl die Mitarbeiter und Mitarbeiter als auch die Kundinnen und Kunden. Die Umsetzung ist gar nicht so schwer. Wichtig ist es, die Kunden früh und gründlich zu informieren, schreibt Lena Geuer von Vereda, einer Agentur in Münster.
Das ganze Team war einstimmig der Meinung, das Konzept auszuprobieren. Als Ausbildungsbetrieb haben wir die IHK rechtzeitig ins Boot geholt. Wir sind positiv überrascht, dass wir den gleichen Workload wie in einer 5-Tage-Woche schaffen. Wir arbeiten fokussierter und haben die Prioritäten neu definiert. Dazu haben wir regelmäßig reflektiert, wie es läuft. Auch das ist ein Merkmal, was sich durch ganz viele Geschichten durchzieht. Das ist nicht, das haben wir uns eingeführt, fertig, sondern dass permanent immer wieder geguckt wird, wo können wir weiter optimieren oder was können wir noch streichen, was können wir noch verändern. Und eben immer im Dialog mit den Mitarbeiterinnen und mit den Kunden. Ich habe von keinem einzigen gehört, dass wir Kunden verloren haben. Im Gegenteil. Es gibt den Per Hildmann in der Nähe von Frankfurt. Der hat ein, ich glaube, ihr habt das auch, aber das werden wir nachher noch ausführlich, der hat ein Montags- und Freitagsteam. Und der sagt, das, er hat damit gar nicht, das war überhaupt nicht jetzt groß kalkuliert, sondern er wurde dann davon überrascht, dass er jetzt die meisten Kunden am Freitagnachmittag gewinnt als Sanitärbetrieb. Weil im ganzen Umkreis von Frankfurt gibt es sonst keinen Sanitärbetrieb, der erreichbar ist. Aber er ist jetzt durch seine 4-Tage-Woche, aber in 2 Teams ist er montags von früh bis spät und auch freitags von früh bis spät erreichbar. Und das ist etwas, was mir überhaupt nicht bewusst war als Nicht-Handwerker. Es gibt den sogenannten Handwerkerfreitag, der mittags, wo bei ganz, 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 ganz vielen Betrieben Mittagsschluss ist am Freitag. Das rechnet sich aber überhaupt nicht. Deswegen ist es für die meisten Betriebe eigentlich gerade im Handwerk super simpel umzustellen, weil sie dadurch wahnsinnig viel Fahrzeit, die sie am Freitag eigentlich verplempert haben, sparen und dann einfach an den anderen 4 Tagen eine Zeit anhängen können und trotzdem immer noch Zeit verschenken können oder zumindest dieselbe Arbeit in derselben Zeit schaffen. Also es gibt so viele Faktoren, die mich wirklich umgehauen haben, die mich überrascht haben. Zu der Kommunikation, auch hier, die Wenzel Group in Wiestal zwischen Frankfurt, Main und Schweinfurt setzt noch lückenlose Kommunikation auf Offenheit. Und jetzt Achtung, Anfang Dezember 2021 wurde die Idee zur 4-Tage-Woche geboren. Einen Monat später war sie umgesetzt. Das ist ein Weltmarktführer in ihrer Branche. Ja? Also nicht jetzt irgendein. Der Projektplan wurde ohne Plan B eingeführt, dafür gut geplant in einem Monat. Und der Betriebsratsvorsitzende Heiko Reinosch ist auch Teamleiter in der Montage, der sagt, ich male mir jeden Freitag ein Smiley in meinen Kalender. Für ihn fühlte sich mittlerweile so an, als hätte es den Freitag nie gegeben als Arbeitstag. Und auch die Geschäftsführerin, Frau Wenzel, also Heike Wenzel, sagt, ihr Motto lautet, einfach machen. Und dieses einfach machen ist, es gibt auch ein ganzes Kapitel im Buch Experimente, weil ganz, ganz viele Firmen haben gesagt, wir probieren es mal einen Monat oder 2 Monate oder 3 Monate bis zu einem Jahr. Die Leithäuser, auf die ich gleich noch komme, die haben zum Beispiel von vornherein gesagt, wir probieren es ein Jahr. In dem einen Jahr haben sie 2 Umfragen gemacht bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Schon nach 2 Monaten war mit 88%, wir wollen sie wieder zurück. Ja, und nach 10 Monaten die 2. Umfrage, da war es dann schon, ich glaube, 93%, wir wollen nie wieder zurück. Also, aber das Entscheidende ist, wir haben von vornherein gesagt, ihr entscheidet. Ja, wir probieren es jetzt alle gemeinsam, aber ihr entscheidet. Und so war es dann eben auch. Weil wir euch ja nachher noch ausführlicher hören, aus einer anderen Steuerberatung ein Beispiel, was mich auch sehr fasziniert hat. Sie starten eine 3-monatige Testphase, das ist die FKS aus Dresden und Berlin. Und die haben 2 Dinge, und das zeigt eben auch, es geht nicht ohne Veränderung. Sie haben die sogenannte stille Stunde eingeführt, von 10 bis 12 und von 14 bis 15 Uhr klingelt kein Telefon. Und die E-Mails werden nur 2-mal am Tag zugestellt. Und die haben die Arbeitszeit von 40 auf 34 Stunden gesenkt. Und das waren die Hauptänderungen in den Prozessen, dass sie dafür gesorgt haben, dass in den 4 Tagen wirklich fokussiert gearbeitet werden kann. Es gibt noch viele andere Randfaktoren, aber das waren die 2 wesentlichen. Oder ein anderes Beispiel aus dem Elektrobetrieb. Der hat
iPads verteilt und hat festgestellt, wenn jetzt ein Kunde kommt und sagt, das sind Elektrobetriebe, immer auf Baustellen. So, jetzt kommt ein Kunde und sagt, ich habe noch einen Änderungswunsch. Dann war das klassisch so, der Änderungswunsch wurde notiert, man tut ins Büro, man tippt es ab, man schickt es dem Kunden, der Kunde, so habe ich das nicht gesagt, dann ist es nach ein paar Tagen unheimlich viel Zeit. Jetzt ist es so, iPad-Foto, im iPad wird die Veränderung eingezeichnet, der Kunde unterschreibt auf der Baustelle, nach 5 Minuten ist es erledigt. Ja? Das heißt, da sind überall stellen die Firmen fest, wenn wir mal genau hingucken, haben wir unheimlich viele Zeitpuffer, die wir zum Beispiel durch Technologie lösen können. Oder ein Trocknungsbetrieb in Hundeshagen in Thüringen, die haben festgestellt, bei der Bautrocknung von so großen Werkhallen braucht man klassisch 64 Löcher. Und die haben halt experimentiert und festgestellt, geht auch mit 32. Ja, hat vorher niemand probiert. Ja, zack, der hat seine Arbeitszeit von 40 auf 32 reduziert für die gesamte Mannschaft. Und der Antrieb, das fand ich auch faszinierend, der Antrieb war die Geburt seines zweiten Kindes. Der hat bei der Geburt dem Kind geschworen, ich habe mehr Zeit für dich. Und dann hat es organisiert, aber eben nicht nur für sich, sondern für alle. Der ist jetzt übrigens in Thüringen ständig, so ähnlich wie ihr ja auch jetzt ständig Besuch bekommt, der ist in Thüringen jetzt ständig im Fernsehen und der Ministerpräsident in Thüringen war schon bei ihm in Bundestagen und der Wirtschaftsminister war auch schon bei ihm in Bundestagen. Was ein Faktor ist, der öffentlich fast noch gar nicht besprochen wird, ist der Klimaschutz. Und ich habe ein ganzes Kapitel geschrieben über Nachhaltigkeit, weil ich glaube, dass es wenn auch in der Debatte noch nicht so präsent, aber das ist möglicherweise, also mindestens ein Hauptantrieb werden könnte und vielleicht sogar sollte. Und es gibt ja noch ein Buch zu gewinnen. Die nächste Rätselfrage ist, also diese Firma Leithäusel, die haben 450 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Straßenbau. Dadurch, dass die Fahrzeuge am Freitag stehen, haben sie letztes Jahr in 10 Monaten 72 Tonnen CO2 eingespart. Eine einzige Firma. Das hochgerechnet auf die gesamte Gesellschaft. Allein in Deutschland haben wir 1 Million Handwerksbetriebe. Und es kommt noch ein Faktor dazu, ein Tag weniger pendeln zur Arbeit und zurück. Was auch nochmal 20% weniger ist. Und jetzt die Rätselfrage, diese Firma Leithäusel hat dadurch auch Geld gespart. Ja, die Fahrzeuge stehen, die brauchen keinen Sprit und sie brauchen keine Wartung. Und ihr dürft jetzt raten, wie viel Geld sie gespart haben in 10 Monaten, weil sie haben erst im März 2022 damit angefangen. In 10 Monaten, wie viel Geld kann eine Firma sparen, wenn die Fahrzeuge von 450 Mitarbeiter stehen, also einen Tag stehen? 1,2 Millionen. 30.000. 100.000. Kommt auf die Menge der Fahrzeuge an Haus. Ja, weiß ich jetzt nicht. Ja, ne? Also, ihr müsst euch merken, ich habe es jetzt nicht im Blick, wer was gesagt hat. Noch irgendjemand einen Tipp? 250.000. 250? Noch irgendein? Das waren 160.000 Euro. Irgendwo war hier, glaube ich, 90.000. Ich glaube, das waren nicht. Bitte? Ich hatte 100. 100. 100 ist dann am dichtesten. Wenn ich dann 200. Hat aber, glaube ich, keine. Ich glaube, 250 war dann das nächste. Heißt, 90.000 knapp vorbei. Aber sehr erstaunlich ist. Ja, vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit. Und ich hoffe, ich habe jetzt so ein paar Brocken in die Debatte geworfen, ein paar Themen, dass wir jetzt hier gemeinsam unter deiner Fragerunde miteinander diskutieren können und natürlich auch gerne alle eure Fragen einsammeln würden. Ne? Lieber Martin, vielen, vielen Dank für die kleine Einführung. Das war der kleine Auftakt, um so ein bisschen das Thema einzuführen. Wir bauen jetzt einmal kurz um, wir wollen einmal kurz lüften. Wir treffen uns aller spätestens in 10 Minuten wieder hier. Hervorragend, dann wollen wir gerne einmal weitermachen. Es geht dann jetzt los mit der Podiumsdiskussion.
Sind ja relativ viele Leute. Ich kann nicht alle vorstellen, deswegen würde ich gerne sagen, fangen wir einmal so reihum an. Einmal nochmal kurz, wo kommt man her, wer ist man und warum interessiert euch überhaupt das Thema Vier-Tage-Woche? Relativ kurz halten erstmal und dann gehen wir da gleich nochmal näher drauf ein. Alexandra, machst du an? Ja, also Alexandra Thun, Geschäftsbereichsleiterin Strategie und Kommunikation bei der IHK zu Kiel. Und ja, durch LinkedIn sind wir sozusagen zueinander gekommen und als Industrie- und Handelskammer begleiten wir natürlich solche Entwicklungen, beobachten die auch und gucken, was in der unternehmerischen Praxis geht. Und deswegen bin ich sehr gespannt auf den Austausch. Danke dir. Ja, Benjamin Batti, demnächst 45 Jahre, jung, verheiratet, zwei Kinder, Steuerberater seit 2009, mit 0 Mann gestartet. Heute sind wir 80 Köpfe. Und die letzten 12 Monate hatten wir nicht mehr so viel Wachstum, dann haben wir gesagt, wir stellen nochmal was um. Seitdem geht es wieder weiter. Ja, sehr schön. Seit Januar macht ihr das, ne? Seit Januar machen wir das jetzt. Ja, ich bin Jessica Hansen, Malermeisterin, komme aus Osterbühl. Ich habe seit einem Jahr die Vier-Tage-Woche eingeführt und habe keine Mitarbeiterprobleme mehr. Sehr schön. Martin hat schon eine ganze Menge gesagt. Dann wollen wir so ein bisschen in die Fragerunde starten. Ich habe ein paar Fragen, aber die Diskussion hier werden wir erstmal so belassen, weil sonst müsste man die Mikros jetzt einmal so rumgeben. Ich glaube, das wird relativ anstrengend. Wir haben jetzt natürlich hier gleich zwei Beispiele. Martin hat schon einiges natürlich gesagt, warum eine Vier-Tage-Woche eingeführt wird. Aber vielleicht könnt ihr auch nochmal sagen, so genau, was waren die Gründe? Wie lange hat es vielleicht gedauert, um das umzusetzen? Stimmt das, was Martin gesagt hat? Es gab keine Hürden? Oder wie ist das aus eurer Sicht? Also unsere Idee war wirklich aus der Not heraus. Ich hatte letztes Jahr 4 Gesellen und habe eine Vorlaufzeit gehabt von circa 6 bis 8 Monaten. Und ich hatte wirklich Angst, dass die Privatkunden mir davonlaufen, beziehungsweise die Stammkundschaft. So. Dann war es wirklich so, dass die 4 Gesellen so genervt waren. Wir hatten Termindruck, dass sie das alles nicht mehr wuppen konnten. Wir hatten ein schlechtes Betriebsklima. So, und dann waren für mich Vorreiter die Dänen, die das ja schon seit Jahrzehnten machen, dass die 4-Tage-Woche einführen. Ich habe auch in der Familie einen Fliesenleger, der arbeitet 4 Tage. Ja, und dann habe ich ihn mal so gefragt, wie das läuft. Und es ist null problematisch gewesen. Und dann habe ich wirklich Freitag halt so ein paar Sachen gepostet über Facebook, Insta und Co. und montags reingestellt. Ja, und dann war der Wahnsinn da, hatte ich innerhalb von 3 Wochen 50 Bewerbungen. Und man ist nur noch im Fernsehen. Genau. So, das Modell, was wir haben, das ist jetzt nicht für jeden geeignet, um Gottes Willen. Das will ich jetzt nicht damit sagen, dass man das machen muss. Bei uns ist halt auch flexible Arbeitszeiten. Aber für mein Unternehmen war es das Beste, was ich machen konnte. So, mittlerweile haben wir immer noch 40 auf der Warteliste. Ich kann sie leider nicht alle einstellen. Aber jetzt sind wir 20 mit Azubis im Team und jetzt ist Stopp. Ich bin auch noch Mutter von 3 Kindern. Sonst bekomme ich das alles nicht hin. Ja. Du sollst ja auch eine 4-Tage-Woche haben. Ja, das klappt nicht, aber irgendwann schön, ja. Ja, ja, wenn ist das bei dir ähnlich? Würdest du da noch was ergänzen? Oder? Ja, wir sind 2009 natürlich noch ein bisschen anders gestartet. Bei uns gab es die Vertrauensarbeitszeit zu Beginn. Das heißt, ich habe den Leuten gesagt, ihr könnt kommen und gehen, wann ihr wollt. Hauptsache, die Arbeit ist erledigt. Und das hat tatsächlich auch zu Verwerfungen geführt, weil es dann diejenigen gab, die sich über Arbeit definiert haben, die sehr viel gekommen sind. Andere haben sich über Leistung definiert, haben viel geschafft, waren aber auch früh weg. 2012 haben wir mit einer anderen Steuerberatungskanzlei fusioniert, die noch oldschool unterwegs war. Und dann haben wir unser Arbeitszeitmodell ein bisschen angeglichen an deren Arbeitszeitmodell, haben uns auf Kernarbeitszeiten dann auch verständigt. Und zu den Kernarbeitszeiten zählte unter anderem freitags 9 bis 12. Und es war tatsächlich auch so in den letzten Jahren konsequent immer, dass freitags die Leute von 9 bis 12 nur da waren. Und dann war Totenstille. Und wir haben gesagt, naja, also dann kann es jetzt irgendwie keinen großen Grund mehr dafür geben, freitags überhaupt noch verpflichtend zur Arbeit zu kommen. In der Zeit macht man sich normalerweise gerade einen Kaffee, setzt sich hin und dann so. Ist auch ganz gut. Also insofern haben wir gesagt, für Kundenverkehr, für Publikumsverkehr sind wir jetzt irgendwie freitags geschlossen. Und den Mitarbeitern haben wir gesagt, es ist euch freigestellt, ob ihr eure Arbeit, die wir im Übrigen noch ein bisschen reduziert haben, um 10% von 40 auf 36 Stunden, ob ihr eure Arbeit dann tatsächlich an 4 oder an 5 Tagen verrichtet.
Heute haben wir irgendwie so statistisch eine Quote von, würde ich sagen, 83%, die ihre Arbeitszeit an vier Tagen verrichten. Der kleine Bruchteil konzentriert sich irgendwie weiterhin auf fünf Tage. Da sind dann aber auch viele dabei, die sagen, ich habe zu Hause auch gar nichts anderes mehr zu tun. Komm dann gerne am Freitag, erst gleich, wenn das Telefon nicht klingelt. Ja, ja. Also wir scheinen uns ja jetzt irgendwie relativ einig zu sein. Wir haben von Martin viele Beispiele aus dem Buch gehört. Wir haben zwei positive Beispiele da. Ich bin selber, vielleicht die das nicht wissen, selber gelernter Dachdecker. Also ich komme vom Bau. Ich hätte mir das auch gewünscht, weil meistens ist man freitags losgefahren. Man hat wirklich nicht irgendwie viel bewegt. Man musste trotzdem unterwegs sein. Aber vielleicht mal so in Richtung Alexander. Du hast der Bild, geil, du hast ja so ein bisschen über mehrere Firmen auch. Kannst du diese Entwicklung auch sehen? Oder hast du vielleicht auch Beispiele, die dann sagen, vier Tage Woche geht gar nicht, können wir bei uns gar nicht machen? Also das ist sicherlich sehr heterogen. Also was wir beobachten, ist natürlich, dass der Wunsch ganz von ganz vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern da ist und das Unternehmen natürlich auch. Da kommen wir vielleicht auch nochmal zu, was das für gesamtgesellschaftliche Auswirkungen hat, wenn es so einen Überbietungswettbewerb gibt. Denn die Ersten, die First Mover, die jetzt sozusagen eine Vier-Tage-Woche einführen, haben nämlich genau diesen Bewerberregen dann, von dem gesprochen wurde. Was passiert denn in 2-3 Jahren? Wer bleibt da möglicherweise auf der Strecke auch? Welche Unternehmen sind das, die das, warum auch immer, glauben, sie kriegen das nicht hin, ob das immer nur Barrieren im Kopf sind, das ist dann ja auch vielleicht nochmal spannend. Aber ich kann schon sagen, dass es eine große Skepsis gibt, auch auf Seiten von vielen Unternehmen, das zu machen. Dass die eben sagen, das ist bei uns nicht umsetzbar, weil, was weiß ich, Maschinen laufen. Oder ich kann das bei uns auch ganz konkret als IHK machen. Wenn wir unseren Mitgliedern erzählen würden, wir sind jetzt übrigens nur noch 4 Tage da und ihr zahlt den gleichen Beitrag, kann ich mir schon vorstellen, das ist auch unser, ja, also hier sind vielleicht schon fast begeistert, aber kann sein, dass unser Arbeitsethos das nicht hergeben würde. Wir würden halt denken, wir müssen doch für unsere Mitglieder da sein. Ich glaube, habt ihr den Mitglieder mal gefragt, ob die das stimmt? Dann sagen die immer zu mir auch, ich mache mir eine 25-Stunden-Woche als Steuerberater, erster in Deutschland 2020 und coache solche Kanzleien nicht wie Benni, aber ich glaube, ich habe Benni auch ein bisschen inspiriert zu dem Thema. Die sagen alle immer, der Kunde will das gar nicht. Ich frage meine Kunden, aber das will ich. Ich habe nämlich mit jedem Kunden gesprochen und keiner hat gesagt, dass ich nicht wollte. Also genau, das finde ich jetzt auf jeden Fall eine spannende Überlegung. Auch zum Beispiel, es gibt ja nicht nur jetzt die Kasse, es gibt ja auch zum Beispiel Einzelhandel, wo wir natürlich auch viele Mitglieder haben, die eben auch sagen, der Kunde will das doch, der Kunde will immer mehr Öffnungszeit. Und das ist genau die Frage, will er das wirklich? Und wenn wir das flächendeckend einführen würden oder wenn es mehr gäbe, dann würde das natürlich auch das bedeuten, dass möglicherweise Geschäftsöffnungszeiten sich verändern müssen, damit wir das allen anbieten können. Denn das Thema Fachkräfte, im Moment ist halt eher so das Gefühl, ich kann keine Stunde auf Arbeitskraft verzichten in den Unternehmen, die eben da Berührungsängste haben. Von daher finde ich das spannend, eben auch andere Beispiele zu hören. Leute, das soll ja erstmal ein Auftakt sein. Wir wollen jetzt nicht gleich die ganzen Kritiker hier haben. Wir machen gleich auch noch mal eine Runde. Wir müssen sonst am Mikrofon anfangen, rumzugeben und so. Dann wird das ein bisschen anstrengend. Wir sind gleich mit unseren Fragen durch, dann öffnen wir das auch fürs Publikum. Genau, aber es soll ja dann auch darum gehen, nur mit dem das als Auftakt erstmal zu nehmen, dann später auch weitere Veranstaltungen zu machen. Da muss man natürlich auch mal Leute einladen, die noch nicht so weit sind. Ich sehe das, ne? Erstmal befragen, aber man muss trotzdem die Leute auch erstmal da abholen, wo sie sind. Da jetzt einfach allen zu sagen, Mensch, warum macht ihr das immer noch nicht? Ihr seid ja so weit hinten dran. Das ist auch, ne, immer steht erstmal der Mensch dahinter und dann muss man halt auch gucken, wie man die Leute abholen kann. Sicherlich sind manche langsamer, als es sein müsste, aber man darf sie, glaube ich, auch nicht überfordern. Worauf ich jetzt gerne noch zum Schluss in dieser Runde eingehen würde, sind so ein bisschen die gesellschaftlichen Entwicklungen. Wir haben jetzt viel gehört, Vorteile für Gesundheit, mehr Freizeit. Was ich so ein bisschen kritisch mal hinterfragen würde, da kann Martin vielleicht nochmal seine Meinung zu sagen, ist ja auch, du sagst dann, dass die Unternehmen CO2 einsparen, aber ist es wirklich gesamtwirtschaftlich? Also ich habe ja VWL studiert, sehe das eher also aus dem gesamtwirtschaftlichen Hintergrund. Die Leute fahren dann zwar nicht mehr zur Arbeit, aber fahren sie dann vielleicht über das ganze Wochenende weg oder wie glaubst du da so den Weg? Du hast ja relativ viele Interviews jetzt geführt, vielleicht auch mit Mitarbeitern, die dann die Zeit ja besser nutzen. Wie nutzen sie die? Also das ist super gut dokumentiert in allen Ländern, wo auch lang, ja über teilweise über 2-4 Jahre das begleitet wurde wissenschaftlich, dass genau diese, natürlich gibt es Einzelne, die dann auch mal wegfliegen, ja, aber die Mehrzahl nutzt die freie Zeit ökologisch sinnvoll.
und quasi auch wirklich wohltun für die eigene Gesundheit im Sinne, man kann messen, dass zum Beispiel die weniger arbeiten, mehr gesund kochen. Beispielsweise. Oder dass sie wirklich mehr, also den Großteil der gewonnenen Freizeit nutzen für Familie, Freunde, Hobbys, Sport. Das ist eindeutig belegt. Okay. Ja, und deswegen auch zu der Frage, was ich zum Beispiel Unternehmen immer sage, wenn die, natürlich höre ich die Argumente auf, und die sind ja auch erstmal stichhaltig, ja, aber wir haben ja jetzt schon nicht genug Fachkräfte. Was aber übersehen wird in diesem einen Satz, dass die Wirtschaftswoche hat vor einem Monat etwa gebracht, 43 Milliarden Euro hat allein der Krankenstand letztes Jahr die deutsche Wirtschaft gekostet. Da sind die Krankenkassen noch nicht drin, nur die Unternehmen. Alle Firmen mit einer 4-Tage-Woche oder mit allen, mit denen ich gesprochen habe, haben gesagt, der Krankenstand hat sich halbiert bis zum Beispiel runter auf 0,5%. Wenn man das mal volkswirtschaftlich hochrechnen würde, behaupte ich, dass selbst bei einer reduzierten Arbeitszeit mehr gearbeitet wird, weil die Leute gesünder sind. Und deswegen glaube ich, ist dieses, wir können nicht reduzieren, weil wir brauchen die Leute, ist glaube ich ein Milchmädchen, ist glaube ich, kann man so glaube ich inzwischen sogar statistisch widerlegen durch den Kranken- und Gesundheitsstand. Und je mehr es ja auch dann ausführen, je mehr Zeit ins Land geht, desto mehr Daten werden erhoben, genau. Und dann kann man es auch besser belegen. Dann vielleicht auch noch eine abschließende Frage aus den positiven Beispielen. Was ich mich jetzt so gefragt habe, wenn dann Unternehmen sind, die 40-Stunden-Woche trotzdem haben, das aber auch 4 Tage komprimieren, sind dann die Zeiten dann nicht so belastend, dass man auch die 3 Tage genau braucht, um sich zu erholen? Also ist das nicht dann wieder eine Milchmädchenrechnung? Nee, wir machen das, also ich habe jetzt, was ich vorher nicht gemacht habe, die Fahrzeiten habe ich nicht bezahlt. Also ich habe natürlich auch mal so eine Kotzrunde gemacht bei den Mitarbeitern. Und ja, und eigentlich geht das gar nicht, dass alle gesagt haben, es kann nicht sein, dass wir zu deinen Baustellen in unserer Freizeit fahren. Das habe ich mir noch gar nicht so richtig, also es stimmt, es ist so. Ja. Und es geht eigentlich, das geht nicht, das kann man nicht mehr verlangen. So, und jetzt ist es halt so, man braucht halt dann nicht mehr, also 10 Stunden am Tag arbeiten, wenn man die Fahrzeiten bezahlt bekommt. Das heißt, Werkstatt bis Baustelle und zurück. So, und bei uns ist es so, dass sie, bei uns ist es zwischen 36 und 38,5 arbeiten die. Wir haben natürlich alle steuerlichen Vorteile genutzt, um den Nettolohn hochzupuschen, Verpflegungsmehraufwand, ja, Tankgutscheine und was man halt auch so machen kann. Ne? Okay. So, und dadurch, dass wir die Fahrzeiten bezahlen und ich weise sie immer extra aus, das sind 2 Wochen im Jahr und das finde ich eine Menge. So, und dann ist es auch so, ganz viele wandeln diese Fahrzeiten auch in Urlaub um. So, und das. Ja, man sieht es halt, es ist immer mehr, dass die Leute Freizeit haben wollen. Und genau. Unbedingt so auf also Geld, eben. Ne, gerade in der Generation, die jetzt nachkommt, ist es eher, dass man nach Sinn, nach Freizeit, ja, nach Zeit sucht. Ne? Ja. Das ist ja auch für mich immer so ein Punkt, wenn ich aus Menschen Unternehmer, Gestalterin ihres eigenen Lebens mache, dann sollen die erstmal mit ihren knappen Ressourcen umgehen. Ja. Und das ist in erster Linie Gesundheit und Zeit. Ganz genau. Und dann kommt Geld. Ja. Sieht das bei dir ähnlich aus? Und wie viele Stunden macht ihr im Durchschnitt in der Woche? Ja, jetzt machen wir 36. Und insofern ist das ein bisschen hypothetisch. Ich könnte mir vorstellen, dass es deutlich belastender wäre, wenn man nur 40 Stunden auf 4 Tage verteilen würde. Mhm. Die Produktivität lässt im Laufe des Tages durchaus nach. Die Konzentrationsfähigkeit lässt nach. Dass Arbeiten bezahlt werden, ne? Weil da ist halt die Riesenlücke. Dann hast du die Leute, die sind von 9 bis 17 Uhr da, ja, und dann guckst du dir die Ergebnisse an, dass du, wow, das jetzt alles bezahlen will. Und ich desillusioniere euch mal, es sind 2,7 Stunden, Leute. Mehr ist es nicht. Es ist wirklich so. Es ist wirklich wissenschaftlich erhoben vom MIT. Ja. Also, und das muss man sich, genau, da bist du nämlich bei deinen 70%. Und jetzt nur dazu, ne? Wir haben ja früher 60 oder 80 Stunden die Woche gearbeitet und das waren aber auch andere Arbeitszeiten. Und jetzt fragt euch mal, wo kommt denn euer Arbeitszeitgesetz her? Aus welchem Jahr? Weiß das jemand? 1918. Ja, das muss ich durchlesen. Da 1918, Ferdinand Hanusch und die Gewerkschaften haben es eingeführt. Und es war, glaube ich, 1930 erst wieder wohl langsam, ja, dann wieder, das wieder runterging oder in den 80er-Jahren irgendwann ging es dann wieder so ein bisschen runter. Ja, 35-Stunden-Woche vom DGB. Genau das Ziel, also machen wir nicht deswegen Automatisierung, Digitalisierung, Eigenlieb, um uns dann die Arbeit irgendwie abzunehmen. Und jetzt ist es aber auf der anderen Seite schlecht, wenn wir dann sagen, ah, wir haben ja weniger Arbeit. Dann wird wieder gesagt, naja, aber wo willst du dein Geld verdienen? Das widerspricht sich ja irgendwie auch so ein bisschen.
Aber ich will ja hier nicht so viel diskutieren. Ja, stell gerne meine Frage. Ja, also genau das, was du gesagt hast, ist auch so mein Ansatz von dieser, also wenn ich eine 4-Tage-Woche einführe, dann muss ich auch die Arbeitszeit drastisch reduzieren, sodass ich nicht, also ich finde 9 Stunden sogar schon zu viel. Also, weil ich merke ja selber, nach 7 Stunden habe ich keine Lust mehr. So, und das reicht schon für, und das 4 Tage, das finde ich schon, so sollte mindestens drin sein, wenn ich mir das jetzt so aussuche und ausdenke. Ja. Ja, also wenn direkt Fragen auch konkret, ich würde dazu jetzt mal was sagen. Ist es dazu oder eine neue Frage? Neue Frage. Also ich würde meine, also darüber habe ich ja sehr, sehr viel mit sehr, sehr vielen Menschen diskutiert, natürlich auch über die Frage der Arbeitszeiten. Und meine Haltung dazu ist inzwischen, wir haben es vorhin eigentlich in einem anderen Kontext schon gehört, frag doch einfach die Leute im Unternehmen. Und das Faszinierende ist, dass auch die Leute zum Beispiel bei einer Firma Gassner, die das seit 6 Jahren schon praktizieren, die haben auf 37 Stunden reduziert und die Leute sind happy. Und die Leute, die waren 4, sind dann auf 9 gewachsen und im letzten Jahr auf 15 gewachsen. Die Leute sind happy, die arbeiten da gerne. Oder auch bei diesem Leithäusel, bei der Baufirma mit 450 Mitarbeitenden in Wien. Die Leute, die 450 haben es ja selber entschieden. Da wurde die Arbeitszeit nicht reduziert und die Mitarbeiter haben trotzdem mit 93% entschieden, wir wollen bei der 4-Tage-Woche bleiben, weil es uns besser tut als eine 5-Tage-Woche. Und in einem anderen Unternehmen, auch in Wien, da haben sie halt auf 30 Stunden reduziert. Also ich bin da inzwischen, also ich, klar sehe ich alle eure Argumente, unterm Strich würde ich aber immer sagen, wenn überlasst es den Firmen, wie es in deren Modell passt. Und die Entwicklung wird so wie du es beschrieben hast, von 36 auf 32. Die Entwicklung, glaube ich, wird dahin gehen. Aber jedes Unternehmen muss ja irgendwo anfangen. Und dann sage ich lieber, fangt mit 37 Stunden an und entwickelt euch vielleicht 3 Jahre später auf 36 und 2 Jahre später auf 35. Aber fangt damit an und macht die ersten positiven Erfahrungen, als dass ihr nie anfangt. Das ist so ein bisschen inzwischen meine Einstellung zu dieser Frage, weil die Bandbreite ist eben so. Das finde ich persönlich gut. Jetzt. Ja, aber ich will noch einmal zumindest darauf reagieren, weil ich es nicht als sinnstiftend erachte, wenn man ein Kollektiv auf 2,7 Stunden pro Tag reduziert, nämlich auf die Zeit, die tatsächlich produktiv gearbeitet wird, produktiv im Sinne von Umsatz schaffend. So ein Unternehmen ist ja auch ein soziales Ökosystem. Die Leute kommen ja auch zur Arbeit, weil sie eben da sein wollen. Ja, sie wollen mit ihren Kollegen und ihren Kolleginnen abhängen. Und die wollen nicht nur irgendwie zu Hause mit ihren Ehegatten abhängen. Ja. Es gibt sicherlich 1001 Gründe, weshalb man ein Unternehmen aufsucht und weshalb man es als sinnstiftend auch betrachtet, nur beschäftigt zu sein. Also gar nicht zu arbeiten, sondern nur beschäftigt zu sein. Eine Aufgabe im Leben zu haben. Ja, die Leute wollen, also jetzt werde ich ein bisschen sozialistisch, aber die Leute wollen ja irgendwie auch einem solchen Kollektiv angehören, einem Team angehören. Die wollen sagen, das ist meine Mannschaft, das ist mein Unternehmen. Die gehen nicht nur hin, um zu sagen, ich will jetzt irgendwie 30 Steuererklärungen in den nächsten 2,7 Stunden abkreuzen. 2,7 sind ein Augenöffner, um einfach mal zu gucken, dass da einfach auch viel Move drin ist. Alles gut. Und gesunde Ernährung und Krankheit kann ich bestätigen. Ich habe irgendwie 8 Kilo abgenommen, seitdem ich das mache. Und ernähre mich gesünder, weil ich mehr koche. Ja. Und meine Mitarbeiter sind weniger krank. Thomas, jetzt auch. Vielen Dank. Ich brauche ein bisschen volkswirtschaftliche Nachhilfe, weil ich habe da nicht aufgepasst damals. Irgendwie, du bist ja nur der Profi. Betriebswirtschaftlich kann ich das absolut sehen. Ne? Also meine Kunden sind Mittelstand und die schreien, bring mir Leute, bring mir Leute, bring mir Leute. Das ist das Wichtigste im Moment. Und da geht es, glaube ich, eine 4-Tage-Woche oder sowas, dass dann am Montagmorgen gleich wieder 50 Bewerbungen da sind. Geht, glaube ich, richtig gut im Moment. Wie lange, ist halt die Frage. Wenn ich jetzt aber ein bisschen weiter denke oder größer denke, volkswirtschaftlich denke,
uns fehlen ja sowieso die Arbeitskräfte. Wie kriegen wir das denn hin, dass wir in der wenigen Zeit, einen Ansatz habe ich vorhin verstanden, Produktivität, der wird höher, aber uns fehlen bis 8 bis 10 Millionen Arbeitskräfte bis in den nächsten 8 Jahren. Und das ist komplett durch, von Führungskräften runter bis zur einfachen Arbeiten. Wo kann uns eine 4-Tage-Woche da helfen, damit klarzukommen? Ich glaube, damit Carsten etwas. Das wäre wunderbar. Moin. Ich hätte nämlich gar keine Frage, sondern einfach 2 Erlebnisse mit 2 Schwerpunkten. Das eine ist das Thema Innovationskraft, die möglich wird, und das Aufbrechen von Meinung, so wir müssen da sein oder so, frag doch mal den Kunden. Und der zweite Thema, was ich erschreckend finde, ist, wie viel wir gerade nicht wissen in dem Zusammenhang. So, jetzt mal nicht so nebulös, sondern praktisch. Ich habe jahrelang Lebensmitteleinzelhändler beraten. Also ich bin Steuerberater auch und habe diesen Bereich. Ja, wir kommen dann so aus dem Knick. Wir sind ja eine Branche, die nicht zwingend für Innovationskraft verschrien ist, aber ich glaube, da tut sich einiges. Jetzt geht's los. Genau. Und Lebensmitteleinzelhandel ist ja auch in jahrelang, wenn ihr euch zurückerinnert, früher so samstags irgendwie 12 Uhr oder so und dann jetzt bis 22 Uhr, bis 24 Uhr und so weiter. Und also ich finde es wirklich unglaublich, gerade als so ein Zahlenmensch wie ich, die Leute, die das entscheiden, die gucken regelmäßig auf eine Information für die Entscheidung. Kann sich jemand vorstellen, welche Information das ist? Umsatz. Die gucken auf den Umsatz. Sagen, geil, mehr Umsatz. Was das bedeutet, nicht nur betriebswirtschaftlich, unterm Strich, wenn die morgens nicht um 8 aufmachen, sondern um 7, das wissen die gar nicht. Was das mit ihren Menschen macht, das haben sie noch weniger im Blick. Und es ist jetzt ein Trend gerade wieder erkennbar, und nicht nur, weil sie müssen, sondern weil sie angefangen haben zu verstehen, das haben wir jetzt ja die letzten Jahre brutal übertrieben. Und deswegen eine konkrete Antwort: Wir machen Dinge, einfach weil wir meinen, es machen zu müssen, die einfach totaler Blödsinn sind. Und durch so etwas wird das aufgebrochen und ermöglicht halt neues Denken und neue Lösungen. Und wir stellen fest, wir können einfach, ohne dass wir was verlieren, nein, wir gewinnen sogar, wir sind rein finanziell, wir sind sogar erfolgreicher, wenn wir eine Stunde später aufmachen. So, ein Aspekt. Der zweite Aspekt, ich habe gesagt, runter das Thema Wissen. Ich habe eine Kanzlei aufgebaut und wir haben ganz viel Dynamik erlebt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, und die schlauesten Programmierer dieser Welt arbeiten ja daran, uns ein Stück weit, ich überspitze das jetzt, bitte nicht falsch verstehen, abhängig zu machen, ne? Wir müssen immer die Nachrichten, es wird was ausgeschüttet im Körper, wenn ich Mails sehe, wenn ich die beantworte, das tut recht, das geht richtig, da geht richtig was ab im Körper. Und wir haben es gerade vorhin auch als Beispiel gehört, 2x am Tag werden E-Mails zugestellt. Ich habe mich, als es bei mir in der Kanzlei mal so richtig, ne, Wachstum, wir sind von 23 auf 70 Kollegen gewachsen innerhalb von 6 Jahren. Wir sind in Themen gewachsen. Also es war sehr dynamisch. Und es gab eine Zeit, da haben wir uns nur noch gegenseitig abgelenkt, den ganzen Tag. Und dann haben wir uns, da habe ich alle eingeladen für einen Workshop zum Thema Zeitmanagement. Und jetzt komme ich auf das Thema Wissen. Und eine Bewusstheit dafür zu schaffen, was passiert eigentlich mit einer Mail, wenn eine Mail kommt und da kommt ein Pop-up-Fenster hoch. Was passiert eigentlich, wenn ich zu Kollege A gehe, ihn irgendwas frage, der geht zu Kollege B und der noch zu C, und eigentlich, es ist wirklich ein Wahnsinn. Man braucht, und das ist jetzt der sogenannte, glaube ich, Sägeblatt-Effekt, ne? Dass man, wenn man im Flow ist, wenn man fokussiert, produktiv ist, wenn man dann da rausgerissen wird, weil Kollege A zu Kollege B geht und der möchte natürlich helfen, ist doch klar, also dafür stehen wir auch, wir helfen uns gegenseitig, möchte ihn nicht wegschicken, möchte gar nicht sagen, ich bin hier gerade in meiner dann ist es schon zu spät, wer das ausgesprochen hat, nach 2,7 Sekunden, glaube ich, steigt die Fehleranfälligkeit um, keine Ahnung, ganz viel Prozent. Ich will damit sagen, aus einem falsch verstandenen, wir helfen uns gegenseitig, ist es doch unhöflich, jemanden abzuweisen, wir haben darüber gesprochen, wir haben darüber uns klar geworden, dass es keinem geholfen ist, das so zu tun. Wir haben blauen Stunden eingeführt, wir haben Schilder eingeführt, die haben wir an die Tür gehängt, außerhalb dieser blauen Stunden. Wir haben gesagt, ich bin gerade in meiner Hochkonzentrationsphase. Da waren so, habe ich selber gebastelt, so gelbe Post-its drauf. Ich war hier, bitte komm vorbei, wenn du wieder raus bist aus dieser Hochkonzentrationsphase. Und das war ein Wahnsinn. Also da möchte ich wirklich das,
ich glaube, wir haben nicht die leiseste Vorstellung davon, wenn wir den Sand mal aus dem Getriebe rauskehren, was hier dann passieren kann. Und ich habe mit diesen Aussagen, so, dass das so, das geht bei uns nicht. Ich glaube, aber das war perfekt, hattest du gesagt in deinem Buch. Das ist Bullshit. Hervorragend. Ein bisschen VWL brauche ich trotzdem noch. Also das war genau, das würde ich jetzt nochmal vielleicht so ein bisschen ergänzen, weil was da auch so ein bisschen vergessen wird, meiner Meinung nach, bevor wahrscheinlich Martin gleich so ein bisschen noch, wir haben keine Fachkräfte, nochmal darauf antworten wird bei Thomas, was jetzt auch eine starke Entwicklung ist oder was wir an den Kreativzentren auch viel machen, ist ja, dass wir darauf hinweisen wollen, es gibt drei Säulen in der Volkswirtschaft. Wir haben ökonomische Säule, wir haben ökologische Säule und die soziale Säule. Und was meiner Meinung nach ein bisschen vergessen wurde, sind Ökologie und Soziales, weil wir gucken auf die Umsätze, wir gucken auf die Zahlen. Es wird aus jedem Menschen der letzte Euro rausgedrückt, aber dass man dadurch auch wieder seine Ressourcen wieder kaputt macht und dass man sich das, was dann danach kommt, wegnimmt. Ich glaube, das hat man ein bisschen vergessen. Und das ist ja auch, um jetzt so ein bisschen Werbung natürlich auch für die Kreativzentren zu machen, wieder die Aufgabe, den Menschen dahinter zu sehen. Die Wirtschaft wurde mal gegründet, wurde erfunden, wie gesagt, wie auch immer, wie man es nennen möchte, als Werkzeug für den Menschen. Hat jemand noch das Gefühl, dass die Wirtschaft uns dient oder dass wir der Wirtschaft dienen? Das würde ich mal so als Frage so ein bisschen in den Raum stellen. Ich glaube, Martin möchte aber bestimmt auch noch mal was zu Thomas sagen, dass wir keine Fachkräfte haben. Danach Alexandra noch mal. Und also ich wollte eigentlich auf den der Einzelhandelaspekt, der passt sehr gut dazu, weil im Buch sind diverse Friseure, die haben sich irgendwann die Frage gestellt, was passiert eigentlich am Samstag? Samstags früh um 8. Wer sitzt da gerne beim Friseur? Und dann, Bernd Ritter hat angefangen 2019, der hat gesagt, also die, ich sage jetzt mal etwas älteren Damen, die jeden Samstag früh kommen, um sich die Lockenwickler machen zu lassen, die gibt es nicht mehr so viele. Und er hat dann 2019 schon angefangen, nur noch dienstags bis freitags. Inzwischen gibt es hunderte Friseure, die haben nur noch von dienstags bis freitags offen. Die verlängern am Donnerstag häufig um 3 Stunden, damit man nach dem Job noch hingehen kann und schließen aber samstags und schenken damit mindestens 3 Stunden den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und die sagen alle, wir machen mindestens den Umsatz wie vorher, häufig sogar mehr. Bäckereien habe ich, die backen so gutes Brot, und da kommen wir auf die Qualität und Leben oder auch was ist eigentlich Wirtschaft, dient das pappige Brötchen, was nach einer Stunde eben wirklich pappig ist, wirklich dem Menschen? Oder da gibt es eben mehrere Bäckereien, die haben nur noch 4 Tage die Woche offen, backen so gutes Brot und so guten Kuchen, der hält sich auch mal 3, 4 oder 5 Tage. Die sagen alle, die einen machen sogar erst um 14 Uhr auf. Die haben 4 Tage die Woche offen, um 14 Uhr. Und die machen, es ist hochprofitabel, weil die Qualität stimmt. Und das ist, glaube ich, ein Punkt, über den wir auch viel mehr reden müssen. Welche Qualität und was braucht es? Und braucht es dann wirklich 24/7? Ne? Also, und zum Fachkräfte, ja gut, das ist ja ein Thema ohne Ende. Ist ja dein Thema. Ja, also das ist so, ganz ehrlich, ich bin seit 10 Jahren zu dem Thema Fachkräfte unterwegs. Dieses Buch war Balsam auf meine Seele, auf meine geplagte Seele zum Thema Fachkräftegewinnung, weil es gibt so viele geile Unternehmen. Ich habe neulich eins kennengelernt, die haben letztes Jahr 120 Softwareentwickler eingestellt. Die gibt es ja offiziell gar nicht im Markt. Ne? Die haben 120 Softwareentwickler eingestellt, weil die eine Unternehmenskultur haben, wer da einmal ist, will da nicht mehr weg. Und das ist das, was eben hier, ja, in all den Unternehmen, die Leute kommen und wollen dann nicht mehr weg, weil die Unternehmenskulturen, du hast es auch ein bisschen beschrieben, ne? Man gehört dazu, man will da bleiben, man will da nicht mehr weg, es ist einfach so. Und alle Firmen, die einfach nur sagen, die da stehen und erwarten, die Leute müssen kommen. Nee, müssen sie eben nicht, zum Glück. Ja? Und kann noch ein Buch verschenken. Was schätzt ihr, was ist die Durchschnittslänge oder Durchschnittsdauer, wie alt werden deutsche Unternehmen im Durchschnitt? Mittlerweile oder früher? In Deutschland ist die Messung über die letzten 10 Jahre, in den USA ist ein vergleichbarer Wert über die letzten 70 Jahre, hat sich nicht verändert. 3 Jahre. Wer bietet weniger? 5 Jahre. Fünf? Ich habe kein Buch gelesen.
Ah, sehr gut. Hat aufgepasst. Und sie auch noch alles gemerkt. Ja, echt. Wer bietet mehr, wer bietet weniger? Jetzt gibt es ja kein Buch mehr zu gewinnen. Doch, es gibt noch. Na, eins gibt es noch. Eins. Genau, genau. Du hast jetzt zwei gewonnen. Das sind nämlich 9 Jahre. Ja? Aber das ist doch also mit 3, das hätte, also ehrlich gesagt war ich bei 9 schon überrascht. Ja, weil es gibt ja auch Unternehmen, die sind 125 Jahre alt und die gibt es ja auch noch. Also 9 hat mich persönlich überrascht, in den USA sind es 10 Jahre, über 70 Jahre gemessen. Ne? Und das bedeutet, ich glaube, was wir gar nicht im Blick haben, ist, es ist ein permanentes Kommen und Gehen. Ja? Und die Unternehmen, die sich nicht umstellen, auch in der Mitarbeitergewinnung, ja, die sind dann halt irgendwann weg, so what. Also, und das sagt ja die 4-Tage-Woche aus, es ist ja nicht nur ein Tool, sondern es sagt was über die Unternehmenskultur aus, dass man sich auf den Weg macht, den Menschen wieder in den Fokus zu nehmen auch. Ja. Ne? Alexander, du wolltest noch. Ja, genau. Ich wollte einmal nochmal zu dem Rätsel, wo die Fachkräfte herkommen. Das ist, da ist bestimmt was zu machen, was du auch gesagt hast, Martin, bei dem Thema. Ist es denn, also es ist im Moment Verdrängungswettbewerb, ja, wenn die alle kommen zu den Läden, die 4 Tage, also Unternehmen, die 4-Tage-Woche anbieten, dann gehen die ja woanders her. Die fallen ja nicht vom Himmel, die 30 Leute, die da angefangen haben. Ne? Also die verlassen andere Unternehmen, die dann möglicherweise eben das nicht schaffen, 9 Jahre durchzuhalten. Also da findet eine Verdrängung aktuell noch statt, aber was natürlich eine Chance hat, und das ist auch schon angesprochen, dieses Thema, dass damit eine ganze Branche attraktiver wird, und wir haben natürlich Hotellerie, Gastronomie, die einfach von den Arbeitszeiten jetzt bisher nicht so die Abräumer waren beim Thema Fachkräfte, sondern die massive Probleme haben. Das Thema dieser stillen Reserve, die es immer noch gibt. Ja? Also dass es auch einfach Menschen aus unterschiedlichen Gründen gibt, die vielleicht auch keine 40 Stunden arbeiten können oder wollen oder in der aktuellen Lebensphase das jetzt gerade vielleicht nicht wollen. Und da kann das auf jeden Fall auch ein Motor sein. Und das andere Thema, was ich schon angesprochen habe, das haben wir auch in unserem Mitgliedsunternehmen befragt zum Thema Fachkräfte, und dieses Thema nicht nur, wie bin ich beschäftigt, weil da hast du ja schon gesagt, das Unternehmen haben ja mehr Funktionen als Gewinne erwirtschaften. Und das hast du auch gesagt, wir haben eine kleine mittelständische Unternehmen, die ticken auch nicht so. Weil wenn ich die Mitarbeiter alle kenne, dann presse ich in der Regel nicht den letzten Euro aus denen raus, sondern dann verstehe ich das als soziales Kollektiv auch. Aber das Thema, wenn wir, also wenn man sich da halt eben die bestimmte Branchen anguckt, für die das dann, also die dann attraktiver dadurch werden, dann ist es auf jeden Fall ein Gewinn, und die stille Reserve ist dazu, aber es wird trotzdem, also könnt ihr mich jetzt steinigen, aber es wird nicht ohne eine Zuwanderung gehen. Also wenn wir über eine vernünftige, und auch da könnte das attraktiv natürlich sein, wir haben schon gesagt, auch da sind wir ja international im Wettbewerb mit zum Beispiel Dänemark, aber das wäre jetzt unsere Einschätzung als IHK, ohne eine gezielte Zuwanderung wird das, werden wir das nicht schaffen. Genau, Martin einmal noch, dann haben wir noch 3 Fragen aus dem Publikum, soweit ich das sehe. Und dann müssten wir auch langsam zum Ende kommen. Und zwar der Thomas Meyer aus Wien, der hat nämlich genau dazu gesagt, wenn wir es wirklich schaffen, als relativ zügig flächendeckende 4-Tage-Woche in allen Formen und Farben einzuführen, hätten wir im internationalen Wettbewerb um Fachkräfte überhaupt erst eine reelle Chance. Ja? Weil dann, wenn hier ganz andere, attraktivere Arbeitszeitbedingungen sind, dann kommen halt auch mehr hochkarätige Fachkräfte. Weil im Moment wollen die ja großteils gar nicht nach Deutschland. Ne? Deswegen, ja, definitiv. Das liegt an der Sprache. Was? Das liegt an der Sprache. Ja, auch. Und ich hatte bei euch auch so ein tolles, also so ein, wo ich eben sagen würde, also da würde ich auch gerne eine Frage noch anschließen, dieses eine Zitat von einem der neuen Mitarbeiter, der gesagt hat, er war 30 Jahre in Malerbetrieben und es war überall, galt immer Druck, 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 Druck. Und das ist jetzt das erste Unternehmen, also so habe ich das wahrgenommen oder gelesen, wo er eine andere Unternehmenskultur findet. Und deswegen sage ich, ich freue mich persönlich, dass der aus einem Druck, 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 Druck Unternehmen weg ist und jetzt bei euch ist. Ja. Und wie erlebst du das, oder was gibt es vielleicht noch für Argumente von den 20, die jetzt bei euch angefangen haben, dass sie eben gewechselt sind? Naja, die ganze Stimmung in der Firma hat sich natürlich auch verändert. Mhm. Ne? Also es gibt ja auch Mitarbeiter, die 5 Tage machen. Es gibt nicht alle bei uns, die 4 Tage machen. Aber das Gefühl zu haben, sie machen zu können, das finden die schon super. Ne? Und
Wenn wir von Montag bis Donnerstag arbeiten, wird mittwochs bei uns gepfiffen und die Produktivität ist ganz klar höher. Der Krankenstand hat sich wirklich so verringert. Ja, also das war bei mir wirklich aus der Not heraus und vielleicht musste es auch mal so kommen. Also ich würde es nicht wieder ändern, kein Fall. Ja, mehr kann man dazu, glaube ich, nicht sagen und mehr noch dazu motivieren, das einfach mal zu machen. Genau. Wir haben jetzt noch drei kurze Fragen oder Statements. Vier sehe ich jetzt noch und dann würden wir langsam ins Dachgeschoss gehen und das Catering eröffnen. Ja, danke schön. Vielleicht zuerst die Frage und zwar, ob es Erfahrung, nicht zu okay, ob es Erfahrung gibt zu Unternehmen, die, sagen wir mal, so einen Daseinsvortrag machen müssen oder eine Daseinsvorsorge. Ich denke zum Beispiel an Verkehrsbetriebe, wenn jetzt eine Bahn sagt, okay, wir haben sowieso nur Grundgesamtheit N an Mitarbeitern und davon arbeiten jetzt nur noch die Leute 4 Tage. So, hat das Kapazitätsauswirkungen auf, muss ich dann Strecken einstellen, wenn es eine gesamte volkswirtschaftlich macht, wie Belgien, hat das sicherlich ein okay, dann fahren die Leute halt am Freitag einfach weniger. So, dann brauche ich weniger Leute, aber ich denke jetzt auch an Rettungskräfte. Das wird irgendwann in Deutschland ein Thema, eine Gerechtigkeitsdebatte. Genau wie dieses Homeoffice, was ja letztendlich daran gescheitert ist, dass man nicht sagen kann, ich schicke einen Dachdecker ins Homeoffice. So, da ist ja auch ein Riesenthema gewesen, diese Gleichberechtigungsthematik. Ob es da Erfahrungen gibt, wie die damit umgehen, weil es gibt nicht mehr Leute und da würde ich Alexandra sagen, wenn es nicht mehr Leute gibt und ich die noch weniger arbeiten lasse, dann kann ich halt so da sein. Ja, ein Rettungsdienst, eine Feuerwehr wartet ja auch auf Einsätze. Die sind ja nicht nur durchweg produktiv, sondern die erfüllen ihre Arbeit ja dadurch, dass sie da sind. Genau wie eine Polizei. So, die würden sich, glaube ich, da auch freuen. So wie man, da muss man irgendwann gucken, macht man das als ganzes Land über ein Gesetz und sagt, okay, wir regeln das so. Dann muss es irgendwann auch für die, die eben diese Daseinsvorsorge machen, eine Gerechtigkeit geben, wie damit umgeht. Und die zweite Sache zum Volkswirtschaftlichen. Wir haben irgendwann mal die Diskussion gehabt mit, wie lange die Menschen wirklich gearbeitet haben, ihre Lebensarbeitszeit mit 60 Stunden die Woche und dann sind aber Leute mit 56 in Ruhestand gegangen, haben dann aber trotzdem nur irgendwie 8-9 Jahre Rente bezogen und sind dann gestorben. Und dann hat man natürlich auch ein Verhältnis zu erwirtschaftetem Einkommen, Rentenarbeitsdauer. Und wenn ich mir heute angucke, bis 70, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, also ich sehe viele 70-Jährige, bei denen das nicht mit 40 Stunden, und das sehe ich bei mir auch noch mit einem großen Fragezeichen in x Jahren, mit 70, 40 Stunden zu arbeiten und da zu sein, irgendwie, das halte ich, glaube ich, für ein ganz großes Thema. Und da mal die Rechnung aufzumachen, wenn die Leute weniger arbeiten, aber dafür länger und eine gewisse Produktivität erhalten und eben sagen, ich arbeite nur 4 Tage oder 3 Tage und die länger mit ihren Fähigkeiten zur Verfügung stehen, dann kommt auch vielleicht nochmal die gleiche Produktivität durch, als wenn ich die durchverheize. Genauso wie mein lebenslanges Einkommen irgendwann, wir haben ja irgendwie so eine Seniorität in fast allen Berufen. Je länger ich da bin, desto höher ist mein Einkommen und irgendwann bin ich so teuer, dass mein Unternehmen umstrukturiert, um mich loszuwerden, weil man sich das nicht mehr leisten kann. Aber da den gleichen Kurveneffekt zu haben, naja, vielleicht akzeptiert man, mit 60 bringe ich vielleicht nicht mehr die gleiche Produktivität, die ich jetzt von 25 bis 45 bringe und dann wird es irgendwann weniger oder ich bringe vielleicht nicht mehr dieselbe Produktivität. Und kann das halt quasi verteilen, so als Anregung. Also vielleicht erst die Frage. War das jetzt eine konkrete Frage an jemanden? Oder? Ja, aber da. Also, an wen denn direkt? Also es gibt definitiv, also es gibt inzwischen in allen Branchen Beispiele. Also Polizei, Feuerwehr kann ich, das ist ja öffentlicher Dienst, das weiß ich noch nicht. Es gibt inzwischen Villach in Österreich, die machen seit einem Jahr, ob da die Feuerwehr, Polizei dabei ist, weiß ich gerade nicht. Stadt Wedel weiß ich jetzt auch nicht, ob die Feuerwehrpolizei mit einbeziehen werden. Aber aus der Pflege weiß man es sehr, sehr gut, ja, dass also Pflegekräfte in Deutschland haben den höchsten Personalschlüssel, also Menschen, die sie quasi betreuen oder begleiten müssen und sind gleichzeitig in Deutschland auf Platz 1 der Krankenstatistik, also mit den meisten Fehltagen. Im Vergleich zu allen anderen europäischen Ländern hinken wir hinterher in der Umstrukturierung. Und man weiß es, dass aus anderen Ländern, Schweden zum Beispiel, mit einer 3-3-Regelung, also 3 Tage Arbeit, 3 Tage Freizeit, und zwar garantiert, du musst auch nicht einspringen, was wie es in Deutschland immer ist, wenn du gesund bist, musst du ständig einspringen und arbeitest am Ende vielleicht 6 Tage. Die arbeiten 88%, kriegen vollen Lohn und es finanziert sich aus weniger Krankheit. Ja? Und das ist ein Faktor, über den wir bisher gesamtgesellschaftlich viel zu wenig diskutieren. Diese hohen Krankenstände haben ja Gründe.
Und wenn man die zum Beispiel in der Pflege und bei der Polizei und Feuerwehr wird es ähnlich sein, runterfahren kann durch eine klare, durch klarere Strukturen, bessere Arbeitszeiten, hätten wir alle was gewonnen, insbesondere die Menschen, die dann gesünder sind, aber auch volkswirtschaftlich insgesamt. Und das ist ein ganz großer Faktor, der sehr viel bewegen könnte, gerade in diesen Berufen, die du angesprochen hast. Ja. Und das weiß man, eigentlich weiß man das alles aus anderen europäischen Ländern. Das ist alles Jahre und Jahrzehnte lang dokumentiert. Nur in Deutschland haben wir halt Gesetze, die man erstmal ändern müsste. Ja. Ja, genau. Das war das, was ich vorhin noch erzählen wollte. Wir haben nämlich unsere Mitglieder auch gefragt, wie können wir denn Fachkräfte gewinnen? Und dieses Thema nicht nur, weil wie sind wir beschäftigt, sondern vor allen Dingen auch, was haben wir an Auflagen? Also wie viel wir dokumentieren uns zu Tode. Und das ist natürlich jetzt, das ist natürlich ein klassisches EHK-Thema, dass wir eben da sagen, schenkt denen möglichst viel Freiheit, den Unternehmen. Aber wir, und das kommt auch dann, was du gesagt hast, ne? Wir regeln Dinge für die drei schwarzen Schafe, die wir irgendwo überall haben. Dafür muss alles tot geregelt werden. Und damit lähmen wir ganz viele, die ganz vielen weißen Schafe, guten Schafe, wie auch immer. Und da steckt auch ganz viel noch, also das ist ein Top 1 gewesen bei dem Thema, wie können wir Fachkräfte sichern, es macht weniger bürokratische Hürden für uns, macht weniger Verwaltungsgenehmigungssachen, Dokumentationspflichten, Compliance. Ja, dann müssen wir auch damit leben, dass es dann Leute gibt, die das ausnutzen werden, aber es befreit ganz viele oder anderen. Das ist aber auch vielleicht ein gesellschaftliches Problem. Wir sollten vielleicht wieder mehr gucken, dass der Mensch dahinter steht und das vielleicht auf Vertrauen und nicht auf Misstrauen aufbauen. Hier aus dem Publikum aber die nächste Frage. Ja, ich wollte mal fragen, gab es bei der Untersuchung dann auch irgendwie eine Trennung zwischen, ich sage jetzt mal eher Dienstleistungen, wie gesagt, ich komme auch aus dem Handwerk, habe dann über den klassischen zweiten Bildungsweg ein Studium gemacht, bin heute im Vertrieb und bei uns gibt es eigentlich keine Diskussion mit Arbeitszeit, weil das ist ein ganz klar zahlenbasiertes Thema. Ich kriege eben halt ein Ziel, so, das muss ich im Grunde genommen liefern an der Auftragseingang. So, und bei uns, ich bin, sage ich jetzt mal, in der privilegierten Situation, dass ich seit 10 Jahren eigentlich egal arbeiten kann, wo. Ja, das heißt also, unser Arbeitgeber interessiert eigentlich nicht, wo die Leute sind. Und vor 2 Jahren haben sie noch mal einen oben drauf gesetzt. Wir können sogar 20 Tage im Jahr aus dem europäischen Ausland arbeiten. So, und das hat richtig Leute gezogen. Gut, wir sind auch international in 65 Ländern der Welt tätig und ich habe auch einige Jahre halt international gearbeitet, da ging das auch gar nicht anders, weil über alle Zeitzonen mal die Leute zusammenzukriegen, um überhaupt mal an einem Thema in einer Stunde zu arbeiten oder sich mal auszutauschen, ist halt schwierig. Deswegen die konkrete Frage, Arbeitszeit und Stunden abgerechnet ist ein Thema, aber ich sag mal, wir haben ja einen ganz großen Anteil an Arbeitnehmern und auch Firmen, die mal im Dienstleistungsbereich aktiv sind. Was deswegen ist da? Der Hinweis, also hier im Buch sind 75 Handwerksbetriebe. Einzelhandel ist dabei. Ich hatte die Bäckereien angesprochen, die einfach nur noch 4 Tage die Woche öffnen, aber die Qualität so gut ist, dass die Leute trotzdem denselben Wert einkaufen gehen, aber immer in 4 Tagen. Die Friseure, die nur noch 4 Tage die Woche offen haben. Also es ist ja quasi die ganze Bandbreite. Letztens war eine Debatte auf LinkedIn, aber in der Stahlindustrie geht es nicht. Heute kam die Schlagzeile, erstes Stahlunternehmen hat es eingeführt. Also es gibt keine Branche mehr, wo es nicht umgesetzt ist. Und insbesondere, das war für mich tatsächlich die größte Überraschung, Handwerk ist da ganz weit vorne. Also ich glaube, wenn man alle Betriebe zusammenrechnen würde, kommen die meisten inzwischen in Deutschland, Österreich und der Schweiz aus dem Handwerk. Ergänzung dazu, sonst nächste Frage. Ich wollte nur mal drauf was eingehen. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, wie Belgien zu sagen, wir machen das politisch reguliert. Belgien macht es auch völlig falsch, weil es sind 9 Stunden am Tag in 4 Tagen. Ja, das ist nämlich das, was du sagst. Da wird nämlich die Leistung wirklich weggebügelt, weil kein Mensch kann 9 Stunden arbeiten. Das geht auch nur maximal 3, 4 am Stück und dann ist man durch. Das ist auch wissenschaftlich erwiesen. Ich glaube, jeder sollte das einführen im Unternehmen, wie er will. Natürlich, wenn die öffentliche Hand das einführt, müssen sie das regulieren öffentlich und das kann auch jede Stadt für sich machen. Schweden ist gescheitert mal ganz früh 2015. In der 25-Stunden-Woche in der Pflege in Göteborg, weil die gemerkt haben, scheiße, das geht gar nicht, wir müssen 1/3 mehr Leute einstellen und das ist eh schon so teuer. Und dann ist nämlich das Modell, was du erzählt hast, dabei rausgekommen, dass man das so regelt. Ich denke einfach, um das da mal abzurunden, ne? Machen es, wie wollen, nur krasser.
Und das ist der Move dabei. Und die Regularien, die du erzählst, die töten unser Land. Ja, aber richtig massiv. Und Benny, es ist die Sprache und es sind die Regularien, deswegen kommt hier keiner her. Ansonsten ist es ganz geil in Deutschland. Es ist nur die Sprache. Die ist nicht so besonders sexy. Ja. Darf ich schon? Ja, ich hab ein, zwei, drei Statements. Wir sind ein Unternehmen mit 12 Mitarbeitern, Architekturbereich, Glasfasernetze. Wir haben Mitarbeiter im Homeoffice, wir haben Mitarbeiter im Office, wir haben Mitarbeiter im Coworking Space in Deutschland, aber auch international. Und ich bin total überfordert mit diesem ganzen Thema, da irgendwie ein Team zu bilden. Das ist wirklich, wirklich schwierig. Wir hatten Vertrauensarbeitszeit. Das führen wir jetzt mehr oder weniger seit einem Jahr aus, ja, weil uns auch der Gesetzgeber zwingt zur Stundenerfassung, aber auch, weil ich sag mal, ich Performance-Probleme sehe, wenn Mitarbeiter dauerhaft im Homeoffice sind. Da haben wir mit Vereinsamung zu tun gehabt, mit Depressionen zu tun gehabt. Und also es überfordert mich ehrlich gesagt alles. So. Wir spielen aber immer gerne mit. So, sage ich mal. Also, Entschuldigung, kurz zu IHK. Ich erwarte selbstverständlich, dass meine IHK Montag für Freitag für mich zur Verfügung steht, ja. Nur mal, um die Kundenbefragung hier mal zu starten. Aber wie ihr das regelt mit 3, 4 oder 5 Tage Leuten, ist mir dann aber eigentlich egal. Und ich erwarte das tatsächlich auch von meinem Steuerberater, dass der für mich in den Werktagen zur Verfügung steht. Ja, wenn wir da Fragen haben, wollen wir die schnell beantwortet haben und die nicht immer schieben, 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 weil schieben kostet auch Geld. Und Zeit. So, und jetzt haben wir aber auch Mitarbeiter, die arbeiten 5 Stunden und es gibt Mitarbeiter, die arbeiten 4 Stunden und von mir aus, Tage natürlich, von mir aus können die auch 3 Tage arbeiten, aber es ist gekoppelt am Gehalt bei uns. Ja, also es ist nicht so, dass man 40 Stunden arbeiten muss und wenn man dann 4 Tage arbeitet, muss man 10 Stunden am Tag arbeiten. So ist es nicht. Ich glaube, das funktioniert nicht. Es ist gekoppelt am Gehalt und jeder darf sich das mehr oder weniger aussuchen. So. Aber wenn ich jetzt grundsätzlich auf 4-Tage-Woche wechseln würde, wie würde ich das denn machen? Würde ich sagen, es gibt hier sozusagen dein altes Gehalt, 5 Tage, und jetzt hast du die Möglichkeit, auf 4 Tage zu wechseln, verlierst damit Pi mal Daumen 1/5 des Gehalts. Wir gucken, ob wir irgendwas kompensieren können. Wie habt ihr beide das gemacht mit euren Leuten? Ja, also wir zahlen 1 Euro mehr als Tarif, dann habe ich halt diese steuerlichen Vorteile genutzt. Und bei uns ist es wirklich so in den Einstellungsgesprächen gewesen, dass der Mitarbeiter halt auch so ein bisschen nach der Lohnsteuerklasse gegangen ist, weil seine Frau auch noch gearbeitet hat oder der Mann und natürlich mit den Abzügen und so weiter und so fort gesagt hat, so und so viele Stunden oder das darf ich verdienen, ohne jetzt noch mehr Abzüge zu haben. So, ich glaube, bei uns ist das so ein bisschen schwierig. Wir sind ja komplett auf Stundenlohn. Ich weiß nicht, bei euch ist das ja nicht. Handwerker werden ja nach Stunde bezahlt. Ja, also ich habe es natürlich dann auch mit den steuerlichen Vorteilen ausgeglichen. Aber wenn jemand vorher 40 Stunden gearbeitet hat? Ja, also bei uns ist es jetzt wirklich so, dann verdient man bei uns genauso viel wie mit 36 Stunden. Okay, bei gleichem, also das ist im Prinzip Reduktion, aber bei gleichem Gehalt. Ja. Das war ja auch so die gemeinsame Regel, glaube ich, für die 4-Tage-Woche. Ja. 3 Tage frei, bei gleichem Gehalt. Und ich glaube, das haben auch beide so umgesetzt. Genau. Wohlgemerkt, wir haben eine Variation eingebaut. Wir haben denjenigen gesagt, die heute schon auf Teilzeit bleibt. Bis dahin schon Teilzeitkräfte waren, bis 32 Stunden, dass sie ein Wahlrecht haben, ihre Arbeitszeit bei gleichem Gehalt um 10% zu reduzieren oder alternativ dieselbe Arbeitszeit mit 10% Gehaltsplus zu fahren. Gut, dann Fangfrage. Ihr habt jetzt also auch, ihr habt beide gesagt, ihr habt trotzdem noch Mitarbeiter, die 5 Tage arbeiten. Kriegen die denn 1/5 mehr? Kriegen die plötzlich mehr Gehalt? Wir rechnen tatsächlich, also... Oder geht über Stunden? Der Freitag ist ja nicht so lange, genau. Wir nehmen die 5 Tage und teilen sie durch 36 Stunden und dann hat jeden Tag 7,2 Stunden auf dem Stundenkonto und wenn er am Freitag nicht arbeitet, hat er halt 7,24 Stunden. Dafür hat er ja an den anderen Tagen 1,8 plus Stunden. Ja. Okay, danke. Es gibt übrigens ganz, ganz viele Unternehmen, die diese Flexibilität, die du ja auch angesprochen hattest, behalten und den Mitarbeiter und Mitarbeitern das freistellen und sagen, ihr könnt 4 Tage arbeiten, ihr könnt 5 Tage arbeiten. Und das Faszinierende ist, es ist komplett unterschiedlich. In manchen Firmen ist es so 30-70, 30 machen die 4-Tage-Woche, 70 machen die 5-Tage-Woche. In anderen ist es genau umgekehrt, 80% machen die 4-Tage-Woche, 20. Aber das Entscheidende ist, alle sagen,
meine Firma bietet mir die Wahlmöglichkeit. Und das ist das, was auch ein ganz wesentlicher Aspekt ist in den Unternehmen, die beides anbieten. Es geht dann eigentlich nicht um das Thema 4-Tage-Woche, 5-Tage-Woche. Es geht um das Thema 36-Stunden-Woche. Flexible Arbeitszeiten ist bei uns. Die du dir aufteilen kannst, wie du willst. Das ist total, das kann ich total nachvollziehen. Ne? Also, was ich mir nicht vorstellen kann, ist, dass wir Freitag für unsere Kunden nicht arbeiten. Ne? Also wenn wir Fertigstellungstermine haben, dann arbeiten wir auch in 2 Schichten. Ja. So, das wird mit den Jungs abgesprochen. Und dann, wenn die Küche kommt oder eine Apotheke wird eingebaut, keine Ahnung was, dann ist es natürlich so, dass wir von Montag bis Donnerstag und Dienstag bis Freitag in 2 Teams arbeiten. Aber auch, wenn man mit den Kunden kommuniziert, wir kommen dann und dann, alles gut, Frau Hansen, Hauptsache Sie kommen. So, genau. Das ist ja mittlerweile so. Dadurch, dass wir diesen Fachkräftemangel haben, freut sich jeder, dass die Handwerker überhaupt kommen. Ja, so. Aber ich kann das mit den Freitagen und Brückentagen nochmal aufgreifen. An einem konkreten Beispiel. In unserer Kanzlei ist es in den Jahren 2012 und folgende so gewesen, dass wir verlangt haben, dass freitags irgendwie mindestens 2 Leute da sind. Wir hatten auch verlangt, dass zwischen den Brückentagen oder an den Brückentagen, insbesondere auch in der Zeit zwischen Weihnachten und Silvester, mindestens 2 Leute anwesend sein sollten. Ich habe mir den Spaß gegönnt, zwischen Weihnachten und Silvester konsequent 3 Jahre in Folge am Sekretariatsplatz zu sitzen, also in der Verwaltung, und habe gezählt. Es ist kein Schwein gekommen, um mich von mir beraten zu lassen. Überraschung. Ist mal einmal Post abgegeben worden. Ja, und es gab 3 Anrufe, davon waren aber 2 irgendwie, tut mir leid, ich habe eigentlich gar kein Anliegen. Also seitdem ich da 3 Jahre in Folge gesessen hatte, haben wir diese Regelung abgeschafft. Ne? Also haben letztlich gesagt, zwischen Weihnachten und Neujahr ist bei uns Betriebsferien. Weil das Beispiel ist ja eigentlich eine Lame Duck, weil wir machen das auch, also wir machen zwischen Weihnachten und Silvester, machen wir Betriebsferien. So, machen wir einfach dicht. So, machen wir viele dicht. Wie sieht es denn am Freitag aus? Also auch am Freitag kommt fast kein Schwein. Ja, also und ganz ehrlich, ich hab ja auch noch irgendwie eine Mobilnummer. Wenn es denn den tödlichen Fall gibt, ja, dass die Steuerfahndung bei dir auf dem Hof steht, dann erreichst du mich natürlich auch am Freitag und im Zweifel auch am Freitag um 4 Uhr morgens, weil die Steuerfahndung kommt ja nicht irgendwie um 9 Uhr. Ja. Die wollen einen meistens überraschen. Die wollen einen ja ein bisschen überraschen, wenn man irgendwie noch beim Beischlaf ist oder so. Ne? Also. Oder sie kommen gerne mal ins Restaurant, wenn man dann vorher bei der Werbesitzung gerade ist. Auch schön. Auf dem Kopf. Das passiert aber nur in Schenefeld. Ja, genau. Ja, Alexander, noch einmal ganz kurz zum Abschluss. Genau, ich würde gerne eine Sache noch mal kurz aufgreifen, vielleicht auch an dich, Martin, weil wir das auf LinkedIn ja in der Diskussion hatten zu unserem Thema heute. Also ist eine 40-Stunden-Woche, die ich auf 4 Tage aufteile, eigentlich eine 4-Tage-Woche. Das ist nämlich auch im Landtag diskutiert worden Anfang März, weil eben auch das Thema, wir hatten ja schon Daseinsvorsorge, ne? Was bedeutet das dann möglicherweise auch für Kita-Kräfte, ja? Wenn wir sagen, die Leute sollen jetzt 10 Stunden am Tag arbeiten oder wir wollen das machen, wir wollen es denen ermöglichen, was mache ich dann mit Kindern, wie die betreut werden müssen oder mit älteren Leuten? Und wir hatten ja auch im Vorfeld kurz über die Stadt Wedel gesprochen, die macht das nämlich genauso. Es bleiben 40 Stunden, aber man darf es ja in 4 Tagen machen. Das fände ich einfach auch nochmal spannend, was du, also du hast vorhin von so einem Cocktail gesprochen, ist das ein tödlicher Cocktail oder funktioniert das? Weil ich glaube, das hat nochmal ganz andere gesellschaftliche Auswirkungen und das ist ja auch schon gesagt worden. Eigentlich muss man, wenn man über eine 4-Tage-Woche nachdenkt, auch über eine Stundenreduktion schlicht und ergreifend nachdenken. Also die Stadt Wedel, ähnlich wie ja die Stadt Villach in Österreich, die überlassen es ja den Mitarbeitern und Mitarbeitern, die können wählen. Und in Villach ist es zum Beispiel so 20-80, 20% machen die 4-Tage-Woche, 80 nicht. Und so ähnlich wird es in Wedel wahrscheinlich auch sein, dann, wenn es eingeführt wird. Meine Meinung ist, selbst eine 40-Stunden-Woche an 4 Tagen, also alle Argumente von dir, ich stimme völlig zu, aber selbst eine 40-Stunden-Woche an 4 Tagen, die ich wählen kann, finde ich besser als eine 40-Stunde an 5 Tagen, die mir vorgeschrieben wird. Und so ist es ja auch in Belgien. In Belgien ist es ja ein Wahlrecht. Ich muss nicht, aber ich darf. Und das finde ich 1000-mal besser als ich muss es an 5 Tagen machen.
Und dann, ich glaube, die weitere Entwicklung wird dann sukzessive gehen, ne? Weil man dann erst die Effekte erlebt, weil man dann erst messen kann, wie ist es jetzt im Kita-Bereich mit Gesundheit und so weiter, ne? Aber ich glaube, ich persönlich bin auch überhaupt nicht dafür, dass es ein Gesetz, ich glaube, irgendwer von euch hat es ja auch gesagt vorhin, ich bin überhaupt nicht für ein Gesetz für die 4-Tage-Woche, so wie es ein 5-Tage-Gesetz gibt, sondern ich glaube, es wird einen Beitrag leisten zu A, einer Stundenreduzierung insgesamt und zur Flexibilisierung, weil viele Unternehmen, die die 4-Tage-Woche vor 2-3 Jahren eingeführt haben, die reden jetzt schon darüber, unser langfristiges oder mittelfristiges Ziel ist es in 4 Jahren, bei uns kann jeder arbeiten, wann er will. Das heißt, ich nenne es immer das Firmen-Update. Also ihr habt jetzt ein geiles Firmen-Update, ja, was die Stimmung so verbessert, den Krankenstand runtergebracht hat bei euch auch. Nur dieses Update, wie lange gilt es? Also, ne, ihr seid jetzt schon weiter vorne mit dem Update, jetzt macht ihr das nächste Update. Die anderen stehen immer noch hier. Und das ist, glaube ich, der Riesenunterschied. Ihr seid auf dem Weg und ihr werdet nicht stehen bleiben. Ja, und andere, die aber stehen bleiben, werden immer mehr Nachteile haben. Darum geht es, glaube ich, hauptsächlich, dass eine Firma sich weiterentwickelt, dass insgesamt wir gucken, was passiert denn mit den Arbeitszeiten. Deswegen finde ich auch so gut, dass es eben im Prinzip jedes Unternehmen ein anderes Modell fährt und wir eigentlich wirklich permanent miteinander darüber lernen können, welche Auswirkungen haben die Arbeitszeiten, 25-Stunden-Woche und so weiter. Ja? Es gibt so viel zu entdecken plötzlich und so viel zu lernen und darum geht es, glaube ich. Und dazu braucht man dann, glaube ich, auch die Freiheiten, um mal auszutesten, die ersten Schritte zu machen und dann wird man lernen. So, das ist genau das, was wir ja auch diskutiert haben. Es muss der Mensch wieder stehen, es müssen die Freiheiten da sein, um sich auszutesten. Und dann werden ganz viele Fragen und Unsicherheiten aufgeworfen, wie das immer so ist, wenn neue Sachen kommen. Versteht das Ganze als Auftaktveranstaltung. Ich glaube, das Thema wird uns noch lange beschäftigen und wir werden wahrscheinlich noch viele Veranstaltungen dazu machen. Heute wird es das für hier erstmal sein, das, was wir aufzeichnen wollen. Wir wollen jetzt einmal noch ins Dachgeschoss gehen, da kann gerne noch weiter diskutiert werden. Weitere Fragen, die jetzt hier nicht geklärt werden konnten, nehmt die mit, oben mal ein bisschen was zu essen und zu trinken. Vielen Dank an Martin, dass du extra hergekommen bist. Vielen Dank an Jesse, vielen Dank an Benny und vielen Dank an Alexandra, dass ihr alle Zeit genommen habt, mit uns diskutiert habt. Und vielen Dank an dich, dass du uns eingeladen hast. Und vielen Dank an das Publikum. Schön, dass ihr alle da wart und uns noch einen schönen Restabend und bis zum nächsten Mal.